Komm raus. Du solltest dich wirklich nicht so anschleichen. Beinahe hättest du mir eine Klinge gespürt. Ich dachte, du wärst einer dieser Untoten. Lass uns setzen. Du willst uns begleiten? Nun, gut. Aber lass dir gesagt sein, hier ist es nicht einfach. Ich weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Untote, Skelette. Also pass auf dich auf, ja? Wenn der Mut dich verlässt, dann halte inne zum Gebet. Es hilft mir nichts, wenn du schwach bist. Ich möchte, dass du mich gut gerüstet begleitest. Also lass uns aufbrechen. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde. Pen and Paper, Rollenspiel. Wir spielen wieder DSA ohne DSA-Regeln und wir spielen die Splitterdämmerung. Träume von Tod heißt das Abenteuer. Und wir sind heute wieder vollzählig am Start. Heute mit dabei die Sierra als Mora, die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend da draußen. Und der Kakko als Osko, der Pereine-Novize. Herein zum Gruße, schönen Abend. Der Marot als Jandrik, der Golgarit ohne Weihe. Hallihallo. Eleanor als Elena, die Amazone. Horandra zum Gruße. Und last but not least, Ozzy als Astanio, der alte und inzwischen nicht mehr so alte Weißmagier aus Beilung. Es lebe die aventurische Aufklärung. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die gegeben hat oder ob es die überhaupt nötig hat. Das wäre mal ein Punkt für neulich in Aventurien, für den Podcast. Braucht Aventurien eine Aufklärung? Wenn ja, von was? Herzlich eingeladen, Ozzy, dazu mit uns zu quatschen. Ja, aber davon machen wir heute nichts. Wir sind immer noch in unserem Abenteuer verwurstet. Wir sind auf dem dicken Fußstapfen Regen-Ende. Unsere HeldInnen haben schon ganz schön viel durchgemacht und sind immer noch in der Rabenmark unterwegs. Das ist ein Bild der Rabenmark. Sie sind durch ein Portal, das sie im Keller des Targunitot-Tempels in Altzoll gefunden haben. In einem merkwürdigen Talkessel voller Leben hineingekommen und haben dort alte Bekannte wieder getroffen. Ein Erdelementar Krickful, das sie schon ein bisschen länger begleitet hat. Bester Freund von Jandrik. Und auch, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr letztes Mal auch zumindest Anzeichen von, wie ist der, Dornblatt gesehen, den ihr aus dem Todeswald befreit habt. Denn die Heldinnen haben
den großen Todeswall der Dämonen verseucht war, gereinigt und somit der Streitmacht der westlichen Heere es ermöglicht, in die Ostrabenmark einzufallen und sie befreien zu können von der Besatzung der Targunitot-Anhänger. Allerdings läuft da in der Ostrabenmark, genau, wir haben sogar mit Dornblatt gesprochen, schreibt Eleanor gerade, ja. Genau, aber es läuft in der Ostrabenmark neben dem ganzen Eroberungsfeldzug noch eine ganz andere Geschichte, die vielleicht einige der Helden mehr betrifft als andere oder mehr mitnimmt als andere. Astanio hatte seinen Rachefeldzug gegen eine der Anhängerinnen Targunitots und hat auch seinen Fluch brechen können, der auf ihm lag. Und Mora möchte ihre Heimat wieder befreien. Jandrik möchte Rache an den Bombardianern und sucht ein bisschen nach seinem Glauben. Osko ist das gute Herz der Gruppe. Immer auf der Suche nach Halt und dem Hoffnungsschimmer, würde ich mal sagen. Und auch Elena hatte ihre Momente, so nicht zuletzt in der Folge, den Angriff eines Zant überlebt und sogar maßgeblich beeinflusst, dass dieser vernichtet werden konnte. Und ihr habt herausgefunden, dass der gute Lucardus von Kemet, der Erzverräter des Golgarithenordens und Vorsteher der Drachengarde, irgendetwas Merkwürdiges im Schilde führt. Er arbeitet wohl mit dem Seelensammler, einem Dämon, zusammen, der in den Diensten Targunitots steht, der aber irgendwie so seinen eigenen kleinen Willen gerade verfolgt. Zumindest hat er sich im Umgang mit euch ein bisschen entlocken lassen, dass seine Agenda vielleicht nicht gleich ist mit der Agenda von seiner Herrin und Chefin. Was Lucardus von Kemet möchte, ist, er möchte seine Frau wiederhaben. Die ist gestorben. Und als Lucardus gehört hat, dass ihre Seele nicht in Borons Hallen eingegangen ist, ist er vom Boron-Glauben abgefallen und hat einen Pakt geschlossen mit Targunitot, um seine Frau wiederzubekommen. Aber, Targunitot ist ein bisschen launisch und man sollte sich immer dreimal versichern, was man sich von ihr wünscht. Sie hat ihm seine Frau wiedergegeben, aber als Untote und nicht als Lebende. Und trotzdem hat sie ihre Paktseite erfüllt und hat Lucardus somit in den Pakt gezwungen. Aber Lucardus von Kemet ist halt auch hier, er sucht nach Wegen, diesen Pakt zu brechen. Hat vielleicht im Seelensammler einen Verbündeten gefunden. Und er sucht nach Wegen, wie er seine Frau wiederbeleben kann. Und hier kommen nun die elementare Quelle, die es in der Ostrabenmark gibt, auf den Bildschirm. Denn diese urkräftige Quelle, die sehr, sehr selten ist in Aventurien, ein Ausbruch elementarer Kraft, ein Quell für elementare Mächte. Ein paar Auswirkungen davon habt ihr schon gesehen auf eurer Reise. Diese Quelle war lange Zeit vom Radar verschwunden. Eigentlich ganz, ganz lange, weil die Quelle abgezapft wurde, deren Macht abgezapft wurde vom Dämon, der im Todeswall hauste und den ihr ja nun beseitigt habt. Seitdem ist die Quelle wieder frei und nutzbar für allerlei Unsinn. Vor allen Dingen, da es eine Humus-Elementarquelle ist, Humus steht nun mal für das Leben
Humus ist auch das Element der Pereine. Von daher hat Osko da auch schon ganz viel Berührungspunkte gehabt. Und Humus steht für das Leben. Und Lucardus hat wohl vor, hier an der Urquelle, an der Urquellmacht, Quelle Aventuriens für Humus, seine Frau wieder zu beleben mit einem abgöttischen Ritual, das er vom Niraven bekommen hat, dessen Kenntnis er vom Niraven bekommen hat. Im Austausch gegen den Seelensplitter Tagunitots, den der Niraven dafür bekommen hat. Was er immer auch der damit machen möchte. genau. Und den Niraven wollte auch ein bisschen was von unseren Helden. Ja, einmal, dass der Todeswall fällt, das war wohl sein Plan. Und die Quelle dadurch wieder offen ist, was die HeldInnen natürlich nicht wussten. Und die letzte Forderung war, dass sie Lucardus töten sollen. Und na, die Brondria, die Obergeweihte, die Anführerin des Golgarithenordens, die euch begleitet auf den letzten Metern, hat genau das Gegenteil vor. Sie hat vor, ihren alten Freund, denn die beiden sind wirklich mal beste Freunde gewesen, ja, sie, dessen Seele zu retten. Und ihn eben nicht dem Tod zu übergeben. Und mal schauen, ob da alle Helden so konform gehen. immer so ein bisschen als Spielball der Mächte. Und vor allen Dingen Jandrik fühlt sich genauso momentan, hat er beim letzten Mal auch deutlich gemacht. Nicht mehr genau wissend, was richtig und was falsch ist. Und genau dieses Chaos ist es, was die Dämonen wohl auf Dere verbreiten. Unter den Menschen und unter den Lebewesen. Ansonsten wäre es ja auch einfach, nicht wahr? Wenn wir jetzt gleich nach Aventurien reingehen, mache ich nochmal eine kleine stimmungsvolles, ja, Recap-artigen Sprung in die Vergangenheit. Um euch noch, da draußen noch ein bisschen mitzunehmen, worum es jetzt gleich oder worum es am Ende gehen könnte. Und davon, was dann gesagt wird, dann kriegen die Helden natürlich alles nichts mit, alles OT-Wissen. Aber ja, ich glaube, meine Heldinnen können das auseinanderhalten. Genau. Ich würde euch als Zuschauer nochmal als Disclaimer vorweg, wir spielen ohne DSA-Regeln. Wir haben ein eigenes Regelsystem, was auf Karten beruht und auf freiem Spiel, auf Improvisation. Das heißt, wir werden jetzt gleich auch ganz stark uns in unsere Charaktere vertiefen. Und deswegen kann es sein, dass wir auch nicht auf den Chat eingehen können. Ich lese alles mit und hin und wieder, ich antworte auch eigentlich meistens, aber falls nicht sofort irgendwie eine Reaktion kommt, dann seht es uns nach, dann ist es dem Spiel geschuldet. Er ist die große Stimme der Vernunft, also passt groß auf den Jungen auf, damit der Heiler da rauskommt. Ja, der Osko. Mal gucken, ob ich ihn Heiler da rauskommen lasse. Oder ob er sich selber heil da rauskommen lässt. Genau. Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen zum letzten Mal, zum Recappen? Ja, vielleicht nur noch kurz als Erwähnung. Die Tränenlose wurde ja erwähnt, dass ein Mädchen oder ja, eine junge Frau und in ihr ist Borons verschollene Waffe, nämlich das Vergessen, Mensch geworden. Und die junge Frau soll sterben, damit das Vergessen und damit diese Waffe nicht an Lucardus von Kemet fällt. Mal schauen, welcher Schuld wir uns da stellen müssen. Ja, eine göttliche Macht in Händen eines Menschen, immer eine gute Idee. Okay, ja, wenn sonst nichts weiter ist, dann wünsche ich euch viel Spaß da draußen.
Es ist dieser Traum, den ihr alle gleichzeitig hattet. Der auf Traumart und Weise beschreibt, was irgendwann vor Äonen einmal passiert ist. In der Tat, es gibt drei Götter, die um die Vorherrschaft über den Tod streiten. Tairach, der Blutgott der Orken. Tagunitot, die Erzdämonin der Albträume. Und Boron, der Herr des Schlafs und des Vergessens. Sie alle kämpfen um die Macht um den Tod. Und was in dem Traum so leicht und so geordnet daherkam, eine Arena, in der drei Entitäten miteinander streiten, ist natürlich nicht vergleichbar mit der Realität, die damals gewesen ist. Was passiert mit der Welt, wenn drei Götter im Kampf liegen? Drei Götter sich wirklich bekriegen? Einen Eindruck davon kann man bekommen, wenn man momentan auf deren seine Augen wandern lässt. Tod, Krieg, Verderben, Hunger, Leid, überall, wo man hinschaut. Die Menschen und die Wesen mit Verstand werden zerrieben unter den Mächten der Unsterblichen. Und es ist nötig, dass sie kämpfen. Der Tod ist nötig in dieser Welt. Die Frage ist, wer von diesen Entitäten den Tod beherrschen kann und soll. Wer da ist der Mächtigste unter ihnen? Und so dauert dieser ewige Kampf lange, lange, lange Zeit und bringt eben das mit sich, was ein Krieg mit sich bringt. Aber einer dieser Götter sieht das Leid, was er verursacht. Einem von diesen dreien ist es nicht egal, was passiert. Er braucht den Tod. Der Tod braucht die Welt und die Welt den Tod. Aber dieses Leid ist es nicht wert. Und so beschließt Boron, die allerstärkste seiner Waffen einzusetzen, in dem Wissen, dass er alles vergessen wird, nachdem er sie einsetzt. Den Kampf, das Leid, den Zweck. Er wird diesen Kampf beenden, aber er wird davon nicht wissen. Seine stärkste Waffe ist das Vergessen, das Geschenk an jedes Lebewesen, das Boron austeilt. Was wären Lebewesen, wenn sie nichts vergessen würden? Sie werden dem Wahnsinn anheimgefallen. Aber diese Waffe ist stark und mächtig. Und sie ist in der Mächtigkeit und in der Größe, in der Boron sie einsetzen muss gegen die anderen beiden Götter, so kraftvoll, dass er selbst betroffen sein wird. Er wird das Vergessen ausstoßen und unkontrolliert auf die Welt freilassen. Er wird sie abgeben, die Macht des Vergessens. Wird das Vergessen zu einem Prinzip in der Welt machen.
auf das er keinen Einfluss mehr hat ab diesem Moment. Aber er weiß, irgendwann einmal, irgendwann werden die Götter und wird er sich bewusst werden, dass der Tod nicht an Boron allein hängt, denn er wird gewinnen, sondern sie werden irgendwann erkennen, dass sie wieder streiten können. Sie werden Macht bekommen und sie werden wieder danach greifen. Und was ist dann? Dann hat er das Vergessen nicht mehr. Also beschließt Boron, das Vergessen zu verstecken. Eine kleine Erinnerung an das Vergessen zu verstecken. Vor sich selbst und vor den anderen. Tief, tief verborgen. Irgendwo, wo niemand es erreichen kann. Was ist das mächtigste? Mächtigste Versteck. Er entschließt sich, eine Seele zu nehmen, als Träger für das Vergessen. Und so pflanzt er es als Erinnerung in eine Seele ein und hofft, dass diese Seele niemals gefunden wird. Äonen später zieht Borberat mit seinen Verbündeten über Dere her. Schafft Chaos, schafft Machtverschiebungen, wirft alles durcheinander, die ganze Ordnung der Götter. Und die freie Welt wehrt sich, eine unglaubliche Schlacht entbrennt und am Ende unterliegt Borberat. Seine Dämonenkrone fällt in verschiedene Splitter. Und seine Heerführer werden teilweise in alle Winde verstreut. Doch der Ausgang dieser Schlacht bleibt nicht ohne Auswirkung. Die Mächte, die da wieder aufeinander geprallt sind, lösen einen Schlag aus in der Götterwelt. Und so kommt es, dass mit dem Tod Borberats und mit dem Freiwerden des Seelensplitters der Thargunithoth, mit dem Erstarken der Albtraumgöttin und mit dem Erstarken des Blutgottes der Orken, im Kampf und während dem Tod Borberats ein Mädchen geboren wird. Es geschieht das, was nicht sein soll. Die Seele bekommt einen Körper. Die Erinnerung lebt auf der Welt. Und lebend auf der Welt entzieht sie sich Boron. Und nun? Wie soll Boron nun ohne seine Waffe den angehenden Streit der Todesgötter besiegen können? Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Mädchen muss sterben, damit die Seele zurück in Borons Hallen fährt und Boron seine Waffe wiederbekommt. Es gibt Mächte, die werden das Verhindern suchen. Es gibt Mächte, die werden versuchen, Borons Waffe zu beschädigen oder ihr selbst habhaft zu werden. Und es gibt Mächte, die wollen den Kampf gewinnen und Boron ein für alle Mal die Macht über den Tod nehmen. Und irgendwo in diesem äonenhaften und machtvollen Kampf um Prinzipien der Welt, irgendwo ganz klein auf der Dere, nahe an der Urquelle des Humus, sind 3, 4, 5 Menschen, die von all dem nur einen Schimmer von Ahnung haben. Osko, Mora, Elena, Astanio und Jandrik.
Ihr steht inmitten dieses von Leben wuchernden Talkessels. Astanio merkt die elementaren Kräfte, die astral hier überschwemmen. Du hast in der letzten Zeit schon an vielen Orten der Macht verweilt. Das hier sprengt eigentlich fast alles. Die Elementare, die ihr getroffen habt, mit denen ihr gesprochen habt, sie wirken hier wesentlich realer als noch vorher. Sie waren auch schon vorher real, aber irgendwie sieht es aus, als würden sie zu diesem Ort gehören. Als würden sie hier Leben atmen. Vielleicht ist es für Osko sogar ein kleiner Schimmer dessen, was der Garten der Pereine sein könnte. Wenn auch das hier alles ziemlich wüst und ungezügelt ist. Aber es fehlt nur ein ordentlicher Gärtner vielleicht. Für Mora und Elena ist es eigentlich nur ein wirklich dichter, vor Farben und Geräuschen sprießender Dschungel. Dicke Luft. Aber hin und wieder auch ein Wind von Frische, der durch die Bäume geht. Und für Jandrik zieht sich beim Gedanken an die letzten Gespräche mit Borondria ein bisschen der Magen zusammen. Er scheint so ein bisschen den Blick zu verlieren für das, für den Grund und Boden, auf dem er steht. Das Wesen, die Entität, Dornblatt, hat euch berichtet von Lucardus von Kemet, dass er allein hier in das Tal gekommen ist und irgendetwas mitgezogen hat. Er sitzt an der Quelle. Ich merke schon, wie die Kraft wieder abgezogen wird. Wir haben versucht, die Quelle zu schützen, aber sie waren stärker. Sie hatten Hilfe. Hilfe von wem? Nochmal, ich hatte hier so ein Wurm, der sich hier in meine Ohrmuschel hineingefressen hat. Na? Und er zerreibt so einen kleinen Wurm zwischen den Astfingern. Ich hatte euch gefragt, wer ihm denn geholfen hat. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich habe seine Präsenz schon im Todeswald spüren können. Asko weitet die Augen etwas, schaut nach hinten. Nun ja, ich habe so eine Vermutung, wer das sein könnte. Sie haben vor einiger Zeit Dinge hierher gebracht. Abgeschlagenes totes Holz, Steine, Gerätschaften und tote Körper. Wie viele tote Körper? Ich habe nicht gezählt. Aber die Magier beschworen, mit Hilfe des merkwürdigen Wesens, das auch im Todeswall war, einen nicht diesseitigen, ein Anhänger der dunklen Mutter. Ich Hatte glaube, in eurer Magiersprache ist es Nefas. sagte das was? Nee.
Dämonologie war jetzt nicht auf meinem normalen Stundenplan. Borondria nickt und meint, das ist ein niederer Dämon der Tagunitot. Wie kann man ihn besiegen? So wie man jeden Dämon besiegen kann. Mit Mit weiteren Gewalten. Waffen und Geräten. Das Und Problem an verlieren. diesem Wesen ist, dass er meist nicht sichtbar ist. Er kontrolliert Leichname. Er zieht von Leichnam zu Leichnam, von Wirtskörper zu Wirtskörper und beseelt untotes Leben. Ihr habt vielleicht schon einmal Untote gesehen, also ihr habt ganz bestimmt schon Untote gesehen. Aber es, Untote, die von einem Nephas Besitz ergriffen haben, sie sind intelligent. Sie handeln mit der Intelligenz des Dämons. Ja. Kann das sein, dass da dieser Golgarit, der den Eingang bewacht hat? Welcher Golgarit, der den Eingang bewacht hat? Ostanio klatscht so ein bisschen an Jandrik ran. Was meinst du jetzt? Ich verstehe nicht. Seinen ehemaligen Kollegen da. Ja, das habe ich schon verstanden, dass du ihn meinst, aber was soll er gemacht haben? Kann es sein, dass der Dämon in ihm war, zum Beispiel? Nur damit wir uns einschätzen können, auf was wir uns vorbereiten müssen. In dem, den wir bekämpft haben, meinst du jetzt? Richtig. Keine Weil. Ahnung. Wirklich? Irgendwas war da drin, auf jeden Fall. Und er war nicht so stumpfsinnig wie die restlichen Untoten. Es kann sein, dass es auch dort ein Nephas war. Das heißt, wir müssen ihm die Körper wegnehmen, die er beseelen kann. Was passiert dann? Verschwindet er dann? Nun, er wird sich immer wieder einen neuen Wirtskörper suchen. Also im Gegensatz zu anderen Dämonen, die jemanden besessen machen, wird ein Nephas nicht in die Dämonensphäre zurückgesogen, sobald der Wirtskörper vernichtet ist. Sondern er bleibt auf Dere und sucht sich einfach einen neuen. Deswegen ist er so schwer zu stoppen. Man braucht ihn für eine gewisse Zeit ohne Wirtskörper und dann mit einem heiligen Ritual am besten gebannt. Aber das Problem ist eben, dass er ohne Wirtskörper nicht sichtbar ist. Aber Heißt, wir das lassen kriegen ihn wir am schon besten irgendwie ein. hin. Ja, das Einfachste ist ein, der bis herauszufinden, welchen Körper er beseelt, den beseelten Körper in einen Käfig zu stecken und den Käfig abzufackeln. Oder den Inhalt. Nun, wir haben hier keinen Käfig. Dann wird es schwer, Dann ihn zu sollten wir besiegen. ihn zumindest mal einkesseln. Ist er denn gefährlich, wenn er keinen Körper besitzt? Hat er dann auch Macht und kann Leute angreifen oder muss er dafür wirklich einen physischen Körper besetzen? Nein, er sucht sich immer neue Körper. Okay. Gefallene. Jeder, der stirbt, ist ein potenzieller neuer Wirtskörper. Dann stecken wir ihn in eine Ratte. In eine tote Ratte, natürlich. Nun, an einem Ort des Lebens, meint Dornblatt, gibt es dennoch viele Leichname. Vor allen Dingen, weil sie so viele hier hingekarrt haben. Also menschliche Leichname, meine ich. Während den Schlachten von Borbarats gab es viele Nephasim. Das waren schlimme Zeiten. Aber wenn das hier wirklich
wieder passiert, wir haben sie damals auch besiegen können. Wir müssen Fokus haben. Der Nephas ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist Lucardus. Die Dann Kinder müssen zu wir zu retten. ihm vordringen. Und die Kinder, ja. Irgendjemand muss dieses Ding eventuell aufhalten oder ablenken, meine ich. Und dann versuchen wir, zu Lycardos zu kommen. Ich könnte mit meinen Geschwistern einen Angriff wagen. Ich habe ja schon mal versucht, die Hölle wieder zu befreien. Ich müsste ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, es noch einmal zu versuchen. Wir könnten euch Zeit verschaffen, auch wenn wir nicht gewinnen können. Könnt ihr die Das wäre toten, gut. könnt ihr die toten Körper vernichten, dass er kein nichts mehr hat, wo er hinein kann? Oder zumindest festhalten für eine Weile. Sie Wir in können Schach es halten, ich glaube, versuchen. das reicht. Das wäre wirklich gut, wenn ihr das könnt. Es geht ja auch um euch. Es werden viele von uns dabei ihr Leben lassen. Kann der Deswegen Dämon muss ich wohl auch. Überzeugungsarbeit leisten. Bevor wir das tun oder ihr das tut, kann der Dämon auch euch in irgendeiner Weise beseelen, wenn ihr fällt? Wir sind Geistwesen. Wir sind nicht lebend in diesem Sinne. Gut, zumindest etwas. Ich habe ein gutes Argument. Ich schulde euch einen Gefallen. Wir schulden euch einen Gefallen, dass ihr die Quelle befreit habt und mich befreit habt. Also müssten wir uns eigentlich revanchieren. Ich hoffe, dass deine Brüder und Schwestern auf dich hören werden. Sie werden sich Etwas opfern Zeit. müssen. Etwas Zeit ist alles, was wir brauchen, würde ich behaupten. Was passiert, wenn ihr die Kinder habt und diesen Mann? Mora blickt fragend zu Borondria. Wir bringen ihn weg, richtig? Im besten Fall retten wir seine Seele und beenden damit dieses ganze Schauspiel. Wenn der Mob seinen Anführer verliert, denke ich mal, wird es Chaos geben. Und wenn ich zu ihm durchdringe, dann haben wir einen mächtigen Streiter wieder an unserer Seite. Wenn. Wenn. Wenn Und ich nun wenn nicht. so. Wenn ich nicht zu ihm durchdringe, dann werden wir ihn töten müssen. Das Problem ist das, dass der Niraven will, dass er stirbt, dass Lucardus stirbt. Wir wissen nicht, welche Konsequenzen das hat, ob wir damit nicht noch größere Probleme uns herbeirufen. Das wissen wir mit Sicherheit. Naja, ich meine, es hat ja angeklungen, dass sich der Raven gegen Tagunitot widersetzt. Und so Der lange, Feind sodass meines seine. Feindes ist mein Freund. Nein. Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen, Eure Eminenz. So oder so. Ich glaube, dieses Mädchen ist der Schlüssel. Ja, die Tränenlose. Tränenlose. Wir müssen sie in unsere Gewalt bringen. Der Seelensammler will Und wir sie. müssen sie töten. Lucardus will sie. Wir werden sie erstmal in unsere Gewalt bringen. Es ist ihr Schicksal zu sterben. Sie ist für nichts anderes auf die Welt gekommen. Wie jeder andere von uns auch, aber es wurde nichts von einer Zeit gesagt, wann sie sterben muss. Solange sie lebt, kann der Kampf nicht nicht beendet werden. Solange sie lebt, ist
Der Herr Boron nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und was für ein Sieg wäre das, Herrin? Was für ein Sieg wäre das? Sag du es mir. Wenn wir dieses Mädchen, das unschuldig ist und nichts getan hat, vor ihrer Zeit gehen lassen, und das wäre vor ihrer Zeit, wenn wir sie töten, dann sind wir auch nicht besser. Und dann ist er auch nicht besser als das, was wir bekämpfen. War das nicht das, was wir hier immer die ganze Zeit gesagt haben, dass wir in dieses Land ziehen, um alles zu befreien, damit es besser wird als vorher? Ging es nicht darum, dass die Willkür irgendwelcher machtbesessenen Zauberer und irgendwelcher machtbesessenen Gottwesen aufhört? Und wir wollen es beenden, indem wir gerade so weitermachen, Herren. Das verstehe ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht geweiht bin oder ich bin zu dumm, aber ich verstehe es nicht. Es liegt nicht an mir zu entscheiden, wann wessen Zeit gekommen ist. Aber ihr seid es, die entscheidet hier. Ich weiß nicht, was das Schicksal der Menschen ist. Ich weiß das Schicksal dieses Menschen. Und das ist ein Unterschied. Aber er hat einen Punkt. Ihr wisst nicht, ihr wisst das Schicksal des Menschen. Ihr wisst aber nicht den Zeitpunkt des Menschen. Der Zeitpunkt ist willkürlich. Die Bestimmung dieses Lebewesens, dieses Mädchens, ist es, die Waffe zu verstecken. Solange sie lebt, hat Boron seine Waffe nicht. Und nichts anderes ist der Sinn ihres Lebens. Das heißt, wenn wir sie leben lassen, sie erwachsen werden lassen, dass sie im Greisenalter stirbt, dann wird Boron verlieren. Wer sagt das? Wo steht, dass Boron verlieren wird? Er hat keine Waffe. Man braucht nicht immer eine Waffe, um einen Krieg zu gewinnen. Habt ihr nicht gesehen, was die dunkle Mutter vermag? Wie stark sie geworden ist? Ich hab's das besser gesehen als ihr. Ja, das glaube ich nicht. Stanio ballt einmal die Faust und lässt sie wieder locker. Bei allem Respekt. Mein Leben ist dem Tod geweiht. Ich habe mehr Tote gesehen als alle von euch bestimmt im Doppelten und Dreifachen zusammen. Nur ist das hier kein Contest, wer mehr Tote gesehen hat, sondern die Frage, was richtig ist. Und ihr schickt uns hier auf eine Mission, in der wir ein kleines Mädchen umbringen sollen. Ja. Und das weiß ich mit Sicherheit, ist nicht richtig. Haben wir einen Hinweis, wer sie sein könnte? Sie ist. So oder so müssen wir verhindern, dass Lucardus sie weiter in seinen Fängen hat. Auf jeden Fall. Egal, was er mit ihr vorhat, es ist vielleicht sogar schlimmer als der Tod. Das heißt, wir finden sie erst einmal. Ich weiß nur, dass es meine Tochter definitiv eher nicht ist. Ich mache ein Angebot, damit wir sicher sind, Jandrik und Astanio. Wir befreien Lucardus von seinem Joch, holen ihn zurück auf unsere Seite. Wir befreien die Kinder. Und wenn alles das geregelt ist, fragen wir die Tränenlose,
was sie möchte. Das bin ich bereit zu unterschreiben. Gut. Das ist gerecht, oder? Ja. Bin mir sicher, dass sie eine Ahnung von ihrem Schicksal hat. Gut. Wir haben also ein Heer aus Erdgeistern, das uns vor den Untoten ein bisschen Verschnaufschaufe passt. Jetzt müssen wir schauen, dass wir durch die Reihen hindurchschlüpfen. Dass wir die Kinder befreien einerseits und Lucardus stellen andererseits. Lucardus gehört mir. Ich werde ihn zur Vernunft bringen. Und wenn ich scheitere, naja, müsst ihr tun, was ihr tun müsst. Wenn ich scheitere... Wir befreien die Kinder. Nein, ich werde nicht scheitern. Darüber verschwende ich momentan erstmal keine Gedanken. Wir sind bei euch, eure Eminenz. Wir werden alles dafür tun, dass ihr nicht scheitert. Er ist mein Freund. Und trotz allem. Es gibt Prinzipien in meinem Leben. Freundschaft ist eine davon. Wer wäre ich als Oberhaupt der Kirche Golgaris, wenn ich die Seele eines Freundes einfach so fahren ließe? Sein Schicksal weiß ich nicht. Leider. Sonst hätte ich das alles schon im Ursprung verhindert. Ihr tut gut daran, immer wieder zu versuchen, euren Freund zu retten, ihn nicht fahren zu lassen. Ich habe ihn nie aufgegeben. Selbst dann, als wir ihn als Erzketzer gebrandmarkt haben. Und Jandrik, wenn du mir hilfst, ist das ein Makel an uns beiden im Orden. Es wird viele einflussreiche Leute geben, die das nicht okay finden, dass wir den Erzketzer retten. Ich denke, Herren, meine Karriere im Orden kommt eh nicht so richtig voran. Oder gerade eben im Sauseschritt. Es gibt tatsächlich Dinge, die mir deutlich wichtiger sind als das. Und genau deswegen habe ich dich ausgewählt damals. Ich weiß. Niemand anderes hätte das gekonnt. Ich fürchte mich, Eminenz. Ich auch. Gut. Furcht ist nicht immer schlecht. Es lässt uns vorsichtig werden. Ja. Wollen wir los? Ja, ich brauche Zeit für die Überzeugung. Können wir helfen? Ich denke nicht. Dort, wo wir uns versammeln, könnt ihr eh nicht hin. Krickfohl wird euch zum Lager bringen. Gut, und dann müssen wir ausharren? Müsst auf den Angriff warten. Wenn er nicht kommen sollte, dann werde ich euch informieren. Aber wie gesagt, ich denke, ich habe gute Argumente. Okay. Dann machen wir uns erstmal ein Bild. Gut. Je näher ihr an die Quelle kommt, Krickfohl, desto gefährlicher wird es für dich.
Sie korrumpieren die Humusquelle. Wenn wir scheitern, dann wird das Leben aus dieser ganzen Provinz herausgezogen. Sie wollen sie umkehren im Namen der Gunitots. Das klingt widerlich. Das klingt wirklich nach etwas, was wir auf alle Fälle verhindern sollten. Ein solcher Ort der Macht sollte nicht verloren gehen. Gerade in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben. Ja, da stimme ich zu. Und deswegen, Dornblatt, solltet ihr euch beeilen. Und du, ich Trickfuhr? Eile. Und dann geht er so in langsamen Schritt durch das Gebüsch. Osko dreht dann so rück auf seine Schulter. So, Trickfuhr. Dann los, führ uns. Moment. Er klettert so an Osko hoch, setzt sich bei Osko auf die Schulter. Da lang. Ja, der Schneise in der Schneise folgen. Verstehe. Ja. Von dem Schlitten die Schneise, genau. Ja, und Stoff Osko voran, schnellen Schrittes. Je weiter ihr in den Wald hinein vordringt, desto ungeheuerlicher werden die Pflanzen hier für Osko auch. Und zwar, es gibt hier Pflanzen, die du kennst, aber sie sind riesenwüchsig. Viel, viel größer, als du sie kennst. Doppelt oder dreifach so groß. Die Bäume sogar noch viel, viel höher. Je weiter ihr vordringt, desto größer und eigenartiger wird auch die Flora und die Fauna gleichzeitig. Große, übergroße Tiere kannst du in den Ästen der riesigen Bäume sitzen sehen. Riesige Vögel. Riesige Nagetiere und Insekten. Ist dann ein bisschen, dass ihr euch anfangt, klein zu fühlen, wenn ihr so die Umgebung beobachtet. Ja, ich sag mal, Kriegfuhl wird das spüren. Osko ist deutlich am Zittern, ob vor Angst, Aufregung oder vor Ehrfurcht vor diesen gigantischen Pflanzen. Auf jeden Fall, Osko ist deutlich nervös, aber geht trotzdem, versucht sich nichts anmerken zu lassen, geht gerade voran. Man schaut immer mal wieder interessiert, ob diese großen Pflanzen, diesen, jetzt wo sie noch größer sind, so schön blühten. Guck mal nach oben ins Geäst, wenn eine übergroße Meise quasi im Geäst hängt. Müssen vorsichtig sein vor den fleischfressenden Tieren hier. Wir werden ein, also ihr werdet ein gefundenes fressen. Ich ja nicht, aber ihr. Was für Wesen gibt es hier? Katzen und Katzen. Nagetiere. Das klingt jetzt nicht sonderlich gefährlich. Ja, aber wenn die Katze im Verhältnis so groß ist wie der Vogel, dann ist die Katze verdammt groß und ich hatte für heute genug von großen Katzen. Na gut. Brauche ich nicht nochmal, auch wenn die wahrscheinlich ein einfacher zu erledigen ist als dieser Dämon draußen am Tor. Dann lass uns wachsam sein. Dämon draußen am Tor? Was? Yep. Elena schließt mal zu Astanio, lässt sich zurückfallen. Ja, Dämon draußen am Tor. Da lässt man dich zwei Minuten alleine. Ich sage so gar nichts mehr. Ehrlich. Sie hat was denkst du, warum ich so aussah, wie ich aussah, als ich hier angekommen bin? Sie allein hat den Ronda Angriff hat eines Zans auf sich gelenkt. Werter Magier. Naja, er hat mich angegriffen, weil ich und den Magier mich nicht getraut habe, den Magier anzugreifen wegen der violetten Flammen aus dem Boden. Ich war etwas gelähmt. Hätte vielleicht verhindern können, dass dieser Xand auftritt. Naja, er ist wieder da, wo er hingehört. Astani schaut sich einfach nur komplett entsetzt an und schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf.
Ich lebe doch noch, also bitte. Da könnt ihr Wie euch was jetzt? drauf einbilden. Es gibt, also mir ist kein einziger Mensch bekannt, der einen Angriff eines Zahns überlebt hätte, außer euch. Ja, ich habe auch, glaube ich, ein riesengroßes Dankeschön an die Herrin Rondra zu entrichten. Ich habe nichts für mich erbeten und habe mein Leben bekommen. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Es Einige scheint würden danach, in dass der man. Rondra-Kirche würden das vielleicht sogar als Wunder anerkennen. Ja, aber lass uns das bitte nicht in die große Vielleicht tretet Glocke ihr in die hängen. Fußstapfen von Taiomel. Naja, das kam mir auch in den Sinn, aber ich bin bei weitem keine Heilige. Wie jetzt, Absolut Elle, nicht. du hast einen Dämon bekämpft? Alleine? Anfangs, ja. Naja, ich habe mich eher seiner Schläge erwehrt und ihn ein bisschen mit meinem Dolch gepiekst, bevor dann Borondria, Bestalia und Illurion, jetzt fällt mir sein Name wieder ein, ihn dann schlussendlich zugrunde gerichtet haben. Man sollte Lieder nach euch besingen, oder? Nein, bitte nicht. Alles nur das nicht. Kriegvoll lächelt und summt so eine Melodie in Oskos Ohr. Elena von Kokum. Naja, Ja. jetzt haben wir Also, einen anderen Gegner. Elena, du solltest dein Licht jetzt wirklich nicht unter den Scheffel stellen. Ich meine, einen Dämon bekämpft? Ja, mit einem Schwert, das keinen Schaden verursacht hat, und ich habe mich nur mit meinem Schild geschützt, der dank Rondras Segen nicht gebrochen ist. Und Das trotzdem Böse stehst stehst du du auf noch beiden. wundersamer. Da, 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 da. Und trotzdem stehst du auf beiden Füßen hier vor uns. Ich bin einmal mehr froh, Du hast mich gesehen, als ich dass. durch dieses, als ich hier aufgetaucht bin. Ich war mehr, habe mich gefühlt mehr tot als lebendig. Du, also dafür, dass du gegen Dämon gekämpft hast, sahst du fantastisch aus. Danke. Du weißt, ich habe auch die Schmerzen unterdrückt. Ich meine, ich war eigentlich, es sah fantastisch aus. Ich sah überall und überall mit Blut verschmiert. Also besser als jeden anderen, den ich mir vorstellen könnte, der gegen Dämon gekämpft hat, weil der wäre einen Kopf kürzer und Im wahrsten Sinne einen Kopf kürzer, ja. Vielleicht ist es nicht ein mal Wink in mit allen dem Teilen. Schicksal. Habt ihr schon mal eine Spätweihe in Betracht gezogen? Nein, und es ist auch keine Option. Ein Ich habe Verlust eine für die Tochter. Rondra-Kirche. Dann danke ich diesmal Rondra. Er hat eine Tochter. Sie heiratet demnächst einen Magier. Ich glaube nicht, dass es die Rondra-Kirche so gerne sieht. Ah, jetzt verstehe ich die Spannungen. Gut. Amazone ist eine Sache, Rondra ist eine andere Sache, oder? Ich kann auch Rondra mich Rondra verschreiben, ohne Amazone oder geweiht zu sein. Das bringt viel zu viele Pflichten mit sich. Und ich habe trotz der, dass es im Osten war, doch entspannte Jahre gehabt im einfachen Dienst an Rondra. Also wenn das mal kein Rondra-Dienst war, gegen einen Dämon zu kämpfen und sich ihm Ja. entgegenzustellen, von wegen Schaden hin oder her. Du bist nicht zurückgewichen, oder? Nicht wirklich, nein. Es galt ja auch, die anderen zu beschützen, unter anderem dein Vater. Ich weiß nicht, wie es um ihn steht. Ich bin in die Stadt zum Dagoni-Tempel geeilt, als wir drin wieder rein sind durch die Bresche. Es wird ihm gut gehen. Du hast ihn Ich denke verteidigt ich, und sie dafür haben, danke was ich ich so. dir, Elena. Dafür danke ich dir wirklich. Ich bin gespannt, wer es geschafft hat. Sie haben sehr mutig gekämpft, das kann ich dir sagen. Wir werden sehen, wenn wir zurück sind. Wo auch immer wir hin Mein müssen, wenn Vater wir ist hier viel zu wegwollen. schlau, um sich in einem Gemetzel niederstechen zu lassen. Der ist zäh und er hat immer irgendeinen Trick in der Tasche. Ich meine, der ist ein Gauner durch und durch. Er ist mein Vater. Ja, so genauso ein Schlitzohr wie du. Eben, von ihm habe ich so vieles davon. Nicht alles, aber. Und spiel niemals Karten mit ihm. Niemals. Er kann. Ja, egal. Das ist Er vielleicht eine andere kann Geschichte. nicht normal Karten spielen, ja? Ja.
Aber naja, ich lasse mich ablenken. Ja. Und sie duckt sich, als es im Geäst raschelt und irgendwo ein sehr großer Vogel aufgestoben wird. Oh Mann, ich hoffe, wir werden uns anschleichen können. Ich werde mich niemals hier irgendwem direkt entgegenstellen. Das wäre ja wirklich dumm. Das ist, was ich gelernt habe, direkt frontal rein. Ja, dann machst du das. Ich gebe dir Rückendeckung. Klingt nach einem Plan. Ihr wandert eine ganze Weile durch diesen Urwald, diesen monströsen Urwald. Und irgendwann merkt Osko, dass irgendwie so die Kriegfuhl das Lied irgendwie erst nicht mehr weiter singt und dann immer ruhiger wird und dann irgendwann anfängt zu zittern. Und wenn du so rüber guckst auf die Schulter, dass er auch so langsam so ein bisschen Konturen verliert und sich halt irgendwie so einen anstrengenden Gesichtsausdruck aufzieht. Wir sind ganz nah. Weiß nicht, ob wir Schade. der Spur hier weiter folgen sollten, weil wenn wir gleich aus dieser Bresche herausbrechen, da vorne ist gerodetes Landgut, seht ihr da hinten? Riecht man das nicht? Die toten Bäume. Osko schließt die Augen und konzentriert sich. Und kann er was wahrnehmen? Gar, also wenn er sich lange konzentriert, dann kann er da so einen Hauch von Eindruck gewinnen. Ich weiß, was du meinst, Kriegfuhl. Und dann schaut Oskar sich Kriegfuhl nochmal genau an. Kannst du noch weiter? Schaffst du das Es noch? ist so schwer für mich. Ich bin zwar ein mächtiger Krieger, aber. Ja, auch mächtige Krieger müssen wissen, wann sie sich geschlagen geben. Ich suche mir am besten die Kämpfe aus, die ich gewinnen kann. Ja. Ja, dann. Wir sollten hier nach rechts ins Dickicht. Vielleicht diesen großen Baum dort auf ihn draufklettern. Ja. Ja, Kann dann einer hält von sich. euch gut klettern? Andrik? Ja. Ich werde es versuchen. Prima. Und die andere, der die ganze Zeit still war und dieses Gespräch offensichtlich gar nicht richtig verfolgt hat, sondern nur gelauscht hat in den Wald, schaut jetzt zu dem Baum und ohne einen weiteren Blick auf die anderen, so sehr ist er konzentriert, klettert er hinauf. Sein Nicht Wirk. einmal Mora gibt er noch einen letzten Blick. Ist ein wirklich riesig großer Baum, aber er bietet auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, daran hochzuklettern. Und als du nach einiger Zeit in der Baumkrone oben angekommen bist, weht dir der frische Wind um die Nase und gibt den Blick frei auf das gerodete Feld vor euch und eine Palisadenstruktur, die sich da aufgetürmt worden ist. Du siehst Drachengardisten in voller Rüstung, wie sie patrouillieren. Wie viele? Bestimmt ein Dutzend, die du sehen kannst. Mit Feuerfackeln. Du siehst auch Geschütze, zwar kleine und wenige, ein, zwei. Das Ganze ist ziemlich schnell und löchrig zusammengezimmert, also es ist kein wirklicher starker Abwehrwall. Ich denke, also du denkst, wenn die Elementargeister hier angreifen, wird dieser Wall wahrscheinlich nicht lange standhalten. Allerdings kannst du von hier auch irgendwie sehen, dass irgendwie ja eine große Anzahl, du fängst an zu zählen und musst dann irgendwann so in den 10 Dutzend irgendwie aufhören, weil du dann denkst, okay, jetzt ist es auch egal, wie viel es noch sind. Irgendwie wankende Leiber, die irgendwie hinter dem Zaun herumlungern.
Okay. Gut, ich betrachte alles noch mal ganz genau. Schau auch, wo die meisten Wachen sind. Suche hier von hier aus schon mal einen Weg hinein. Du siehst Und hinter der ja. Palisade und hinter den Leibern siehst du einen merkwürdigen Anblick. Es sieht ein bisschen so aus, als wäre da ein Loch im Boden, was gefüllt ist mit irgendeiner grünlichen Masse, das irgendwie Pflanzen austreibt. Irgendwie, es sieht so aus, als wie ein, ja, mit so Wasserpflanzen besteckter Teich, wo so einzelne Wasserrosen obendrauf sind, die irgendwie die bunten Farbtupfer bilden. Ja, es ist der Vergleich mit so einem Teich, wo so dieses Teichgras drauf ist und es so ein bisschen hoch und runter sich bewegt, wie ein Flüss wie eine Flüssigkeit. Das kommt dir zuerst in den Sinn. Sieht auch eigentlich ganz schön aus. Irgendjemand hat darüber eine Holzkonstruktion drüber gebaut. Und einen großen Pfahl dann hingestellt, was auch immer der machen soll. Und du siehst jetzt auch mehrere schwarz gekuttete Gestalten dort, wie sie da hin und her laufen, mal auf diese Konstruktion hochgehen, irgendwas in diese wabernde Flüssigkeit herunterfallen lassen. Oder etwas herausholen und du bist dir nicht ganz sicher, es ist ziemlich weit weg. Und du siehst eine kleine behelfsmäßig zusammengezimmerte Hütte, vielleicht eher so eine Mischung aus Hütte und Zelt. Aber das Tollste, was du siehst, ist, dass das Ganze an einer Art Berghang ist, der leicht übersteht. Das heißt, man könnte vielleicht sich auf diesen Berg herum hochschleichen und wenn sie dumm genug sind, dort keine Wachen postiert zu haben, wovon Andrik jetzt ausgeht, dass sie das nicht sind, aber dort sind auf jeden Fall keine Palisaden und keine Untoten, könnte man sich von dort oben herunterlassen und direkt in die Höhle des Löwen kommen. Dieser Brunnen oder was auch immer das ist, sieht es so aus, als wäre das etwas, was die errichtet haben oder was da schon war? Sieht so groß aus und so merkwürdig, das ist auf jeden Fall nicht von Menschenhand gemacht. Aber daran machen die sich irgendwie zu schaffen. Genau. Gut. Okay. Wenn ich fertig bin, kletter ich runter und berichte, was ich gesehen habe. Der Berg, denke ich, ist unsere beste Chance, hineinzuschleichen, vor allem wenn wir eine Ablenkung haben. Ja, wenn die Brüder und Schwestern angreifen wollen, dann könnten wir ungesehen dort oben. Und selbst wenn da oben Leute sind, sie werden sich doch vielleicht auch der Schlacht zuwenden. Und das werden nicht so viele sein, das steht fest. Scheint mir der sinnvollste Weg. Ich weiß nur nicht, wie lange wir brauchen werden da hoch. Was schätze ich? Vielleicht eine Stunde? Wir verlieren etwas Zeit, aber ich denke, die ist gut investiert. Wir sollten uns schon in Stellung bringen, sobald der Angriff startet, dass wir bereit sind. Ja. Haben wir denn ein Seil, um uns abseilen zu können? Oder wie hoch Moran ist lässt dieser ihre Tasche Vorsprung? quasi auf den Boden sinken, öffnet sie und holt das Seil, mit dem sie schon den ein oder anderen Paktierer gefesselt hat, misst ein wenig ab, legt es über den Arm. Das sind mindestens 20 Fuß. Das müsste reichen. Wir müssen es nur befestigen. Kann jeder von euch klettern? Ja. Ja, sicher. Ja. Sollte uns alle tragen können, wenn wir nacheinander uns ablassen. Hast du die Kinder gesehen, Jandrik? Nein, aber eine Hütte. Vielleicht sind sie da drin.
dieser Teich, von dem du erzählt hast. Und sie guckt, Krickfuhl? Ist er weg? Was? Wie? Dieser Teich, von dem Jandrik berichtet hat. Die Quelle. Die Quelle. Weißt du, was sie mit ihr machen? Wenn Sie sie sich wollen daran sie zu ins schaffen machen? Gegenteil verdrehen. Kennst du Wasserquellen? Ja. Stell dir vor, der Fluss fließt rückwärts und wieder in das Quellloch hinein. Aber wie schafft man so etwas? Der Macht der dunklen Mutter. Ich verstehe das nicht ganz, warum die dunkle Mutter jetzt Wasser rückwärts fließen lassen kann, aber ich glaube, das ist Es ist ja so. kein Wasser, es ist Lebenskraft. Es ist die Das sind. pure Essenz des Elementes von Humus. Alle Pflanzen, alles Leben kommt aus diesem Element. Auch ich. Wir nennen es irgendwie Vereine, oder? Ich bin da nicht so gut, aber bei uns ist Krieg wohl, schaut so uns zu wurden Osku. Dinge anders, Dinge, Sachen anders beigebracht. Nun, Humus ist durchaus das Element des Lebens. Das bestreitet auch die Kirche der Parane nicht, nein. Aber Pereine, wie ist das? Verfügt über diese Quelle? Ja, also, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, wird auskündigen. Nun, soweit ich weiß, gibt es keine Kämpfe mehr zwischen Piraine und Humus. Die haben sie beigelegt. Da haben Sie zwei anderen Dann ist schon was das raus. hier nicht nur ein Affront gegen Boron, sondern auch gegen Pereine. Ich glaube, Ja. Tagunikotot kriegt den Hals nicht voll. Sie ist eine Dämonin, eine Erzdämonin. Sie will Chaos stiften. Es ist ein Angriff gegen die göttliche Ordnung. Ja. Ließe sich besser Chaos stiften, wenn man eine Quelle des Lebens in eine Quelle des Todes verwandelt. Ja, und dann stellt euch vor, dieses ganze Landstrich, wenn er alles, was hier Leben hat, das auf einmal mit Tod übersät wird. Und Tod, der nicht zu Boron, also die Ja, Seelen genau. können nicht zu Boron. Das heißt, sie werden alle untot. Es Alle wird Seelen. ein ganzer Landstrich, überall, wo diese Quelle hinlangt, alles wird tot sein. Diese Quelle reicht bis zum Todesfall, oder? Ja. Reicht bis zum. Ja, wir wissen noch nicht mehr, wahrscheinlich jetzt doch darüber hinaus. Ich vermute, dass die Quellen, die ganzen Quellstränge, die ich bisher gesehen habe und damit auch wahrscheinlich alle in den anderen Teilen von Aventurien zusammenhängen. Das heißt, das hier ist die Quelle der ganzen Kraftlinien. Das heißt, es Eine ist gar. der Quellen. Aber Es ja, ist, sie hängen als alle würde man zusammen. Flüsse vergiften und Felder versalzen. Das ist. Es wäre auch Das ein ist. schleichender Verfall für den Rest Aventuriens. Tagunitot, die Ostrabenmarke reicht ihr anscheinend nicht mehr. Hast du was anderes von ihr erwartet? Der hat ihr nie gereicht. Das Und schlägt jetzt Wellen. schickt sie sich an, zu tun, zu vollenden, was sie begonnen hat. So Das ist werden wir es. nicht zulassen. Sie bringt dieses Land um. Ja. Das können wir nicht zulassen. Und in Moras Augen tritt Bitterkeit und Tränen treten in ihre Augen.
Das ist irgendwie. Das ist so viel größer. Ja. Und sie zittert ein wenig und blickt irgendwann nur noch betreten zu Boden, wendet sich ab. Jandriks Hand zuckt. Er will einen Schritt machen, aber tut es nicht. Blickt sie nur an und schüttelt sich dann und blickt dann zu den Bergen. Wir müssen los. Ja, lass uns so nah rankommen, wie nötig. Und Die wir hoffen dunkle mal, Mutter handelt dass. durch Menschen. Das heißt, auch Menschen können sie aufhalten. Dunkle Mutter durch Menschen handelt, werden auch die Götter durch Menschen handeln. Das tun sie ständig. Wollen wir vielleicht kurz vorher einmal still beten? Was meint ihr Bruder Osko? Einfach nochmal Kraft schöpfen. Ich denke, es gab nie einen besseren Augenblick dafür als jetzt, oder? Jetzt, so wo das Ende so kurz vor uns ist. Tut ihr mir einen Gefallen? Lasst uns alle in einen Kreis treten und wie damals vor dem Wall uns allen an die Hände halten. Tanjo, kannst du bitte meine Gedanken nicht aussprechen? Und sie reicht dir eine Hand und hält dann, streckt die andere gegen Mora. Ja, Mora nimmt Asanio ihre Hand. reicht Jandrik noch eine Hand. Er zögert kurz, aber dann nickt er und nimmt sie. Nehmen sie die Hände von Borondria und Osko. Mitten in einen Kreis. Oskos Hände zittern. Ein paar Mal atmet er ein, wieder aus, schließt einen Moment die Augen und legt seinen Kopf ganz, wie er es immer getan hat, nach oben, Richtung Himmel. Herren, wir haben Angst vor dem Tod. Wir wollen nicht sterben. Tagtäglich sehen wir Bilder von toten Menschen vor uns. Wir hören das Leid von Frauen und Männern und Kindern. An dieser Stelle unseres Lebens wird es uns besonders bewusst. Viele sind schon gestorben, die wir kannten. Familie, Mentoren, Vorgesetzte, Freunde. Irgendwann werden auch wir sterben. Aber es fällt mir schwer, daran zu denken und diese Gedanken auszuhalten. Barmherzig Pereine, höre meine Worte und halte Fürsprache beim Herrn des Schlafes Boron. Durch die Saatgut, die du ausbringst, nimmst du dem Tode seine Macht. Du bringst zusammen mit der Schwester Zar neues Leben hervor. Kannst du uns nun auch die Todesangst nehmen? Dass wir lernen mögen, an den Tode zu denken, an das Vergehen, an unser Ende, das unserer Gefährten. Hilf uns stark zu sein. Nur du kannst uns lehren, darauf zu hoffen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern in deiner Barmherzigkeit niemand verloren geht. Nur du kannst mir die Todesangst nehmen. Bitte, Herr, nimm uns unsere Angst. Bei allen Zwölfen. Es sei. Es sei. Es sei. Es sei. Es Es sei. sei. Tief atmet Borondria ein und aus, drückt dann Moras Hand an der einen Seite und Elenas Hand an der anderen Seite fester. Also ihr beide seid es, die das merken. Und Osku merkt im gleichen Augenblick, wie irgendetwas geschieht. In sich
Du hast das schon ein paar Mal gespürt, immer in etwas kleineren Umständen. Irgendetwas kommt durch Moras Hand auf dich über und erweckt irgendeinen Funken, der in dir geschlummert hat, zum Leben. Es ist, als würde in Osko auf der Höhe des Herzens dieser kleine Funke, der da geschlagen hat als Herz, zur Riesenflamme werden und dich von innen ausfüllen, in jede einzelne kleine Faser dringen, bis in die Haarspitzen hinein. Du öffnest die Augen und siehst gen Himmel, siehst das farbenlose Blau, die Wolken, die Sonnenstrahlen warm auf dich herabkommen. Atmest tief ein und aus, hast noch nie so frische Luft geatmet. Und als die Astanio und Jandrik, die neben ihm stehen, ihn anblicken. Wer war direkt neben Osko? Jandrik, ne? Kann sein, ja. Dann merkst du ein Kribbeln auf deiner Hand, die durch seine Hand in dich kommt. Blickst dann zu ihm herüber und siehst, wie Osko fast schon Funken sprüht. Es ist, als würde ein grünlicher Schimmer, ein grünbrauner Schimmer über seine Haut leicht ihn einfach von der Umgebung abheben. Eine Blume wächst zwischen Oskos Beinen auf dem Boden, sofort aus dem Boden heraus. Also auf dem Boden. Jandrik hört ein Flügel schlagen von irgendwoher. Ein mächtig großer Vogel muss das sein, der diesen Windzug mit sich bringt. Du blickst darüber zu Borondria. Auch sie funkelt, aber nicht in grünbräunlichem, sondern in hellem Weiß, durchzogen mit ein paar dunklen Schlieren. Es ist ein marmorfarbenes Funkeln, was über ihre Haut zieht. Bleiche, blasse, marmorhafte Haut, die sie irgendwie von dieser Welt herausnimmt und abhebt. Auf Elena blickst du, die sich genauso ratlos wie du in der zwischen den Gefährten umschaut. Und du merkst, da ist irgendetwas, nicht so stark wie bei Osko und Borondria, aber da ist irgendein Funke auch in Elena. Kleine Blitze zuckeln zwischen ihren Gliedmaßen hin und her. Die Sonne, die nun vom Himmel strahlt, Astanio, als du die Augen öffnest, blickst du direkt ins Sonnenlicht. Normalerweise tut das weh, wenn man in die Sonne blickt. Aber diesmal ist es warm, weich. Du bist schon so oft erblindet in der letzten Zeit. Vielleicht ist es diesmal wieder so. Aber irgendwie ist es schön. Hell. Die Schemen deiner Gefährten werfen keine Schatten mehr. Da ist einfach nur der Sonnenstrahl, der dich einhüllt. Und dann blickt man auf Mora. Wie ein leichter Schatten hinter ihr, der so ein bisschen kichernd zu ihr herüberblickt. Und dann wieder mit der Umgebung verschwindet. Der großartige Sonnenstrahl, der Astanio einhüllt, wirft den Schatten auf Mora. Und dieser Schatten
spielt mit dem Sonnenlicht, versteckt sich hinter der jungen Frau, schaut ihr über die Schulter. Mora hört ein kleines Flüstern. Es ist umsonst. Diesmal schon. Und dann blicken alle auf Jandrik, der verwirrt von rechts nach links, von links nach rechts schaut, gar nicht weiß, was er da gerade sieht bei seinen Gefährten. Und ihr bemerkt eine große Gestalt, ein Schemen, nicht genau sichtbar. Ein großer Vogel, der sich hinter Jandrik gestellt hat und seine Flügel über ihm ausbreitet und ihn einschließt. Und in diesem Augenblick fühlt Jandrik die Umarmung seiner Eltern. Ja, es ist die gleiche Umarmung. Nicht nur das Gefühl, dass du dich erinnerst, nicht die Erinnerung ist es. Es ist die Umarmung. Und dann atmen alle gleichzeitig aus. Und die Szenerie ist vorbei. Und ihr seid wieder im Hier und Jetzt. Mora lächelt, ihre Augen funkeln. Es sieht so ein bisschen danach aus, als ob das Sternenfunkeln in Moras Augen sind. In Jantriks Augen jedoch sammeln sich Tränen und laufen seine Wangen herab. Mora wendet sich ihm zu. Legt ihre Hände auf seine Schultern. Warum weinst du? Meine Eltern. Ich habe sie gespürt. Dann will ich hoffen, dass sie beim Herr Boron sind. Ja. Und jetzt auf dich blicken. Das sind sie. Ich weiß es sicher. Und ich weiß sicher, dass die Zwölfe mit uns sind. Der Herr Fex ist ganz nah bei mir. Und er hat mir gesagt, dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Die letzte Münze ist noch nicht geworfen, Jandrik. Das letzte Blatt noch nicht gelegt. Ja. Und vielleicht können wir selbst dem Untod ein Schnippchen schlagen. Was wäre das für ein Coup, oder? Ja. Das wäre ein Coup. Ja, das denke ich auch. Sie drückt ihn einmal kurz an sich und gibt ihm einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Er ist etwas steif, aber erwidert die Umarmung. Und dann löst es sich aber und schaut die anderen an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind nicht allein. Ich weiß. Mhm. Ich weiß, Herrin. Und dann geht er los. Offensichtlich nicht mehr länger in der Lage zu warten. Herr Osko geht ihm nach. Mora folgt ihm. Kommst du, Astanio? Astanio schaut doch ein bisschen in die Sonne, grinst vom einen Ohr zum anderen und sagt, ach. Ja, ich komme. Und murmelt noch etwas von sowas wie, was sich liebt, das neckt sich. Du hast das Gefühl, die Sonne lachtet über deinen Witz. Kennst du den Weg, Jandrik? Er hat von oben schon nach einem Weg geschaut und geht jetzt da lang, wo er glaubt, richtig zu sein.
Ihr schleicht durch das Unterholz. Und einige von euch können das besser als die anderen. Die schleichen vielleicht vor. Ihr entdeckt zwischen euch und der Kante des Felsvorsprungs tatsächlich Wachen hier. Drachengardisten. 5 Stück. Ne, 6, Entschuldigung, er seid so 6. 6. 6 Gardisten. Bewaffnet bis an die Zähne. Was meinst du, werden wir mit denen fertig? Und Mora blickt zu Jandrik. Vielleicht können wir ein paar noch weglocken. Aber ja, wir müssen mit ihnen fertig werden. Ein bisschen auseinanderziehen und dann? Stück für Stück. Nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns lenken. Ganz genau. Ideen? Die Jungfrau in Nöten. Na dann. Deine Bühne. Und sie schlägt sich ein wenig weiter ins Unterholz. Guckt auf jeden Fall, dass sie ein wenig Distanz zwischen sich und Jandrik bringt, aber auch zwischen sich und die Drachengardisten. Sodass sie ein wenig ins Unterholz hervorgehen müssen, sich weiter entfernen müssen von den Palisaden. Und dann sucht sie sich noch dazu einen Unterschlupf. Etwas, wo sie erst auf den zweiten Blick sichtbar ist. Sie beobachtet Jandrik, ob er sich duckt. Dass er sich so positionieren kann, dass wenn einer der Gardisten zu ihr ins Unterholz kommt, dass er ihm in den Rücken fallen könnte. Genauso steht er bereit im Gebüsch auf der anderen Seite, nicht sichtbar von der Stelle, wo die Gardisten sind, bereit zuzuschlagen, wenn sich einer dieser Gestalten zu nahe wagt. Und Mora positioniert sich tatsächlich auf dem Boden. So, als könnte man meinen, dass sie gefallen wäre. Ein wenig verdreht, als hätte sie sich vielleicht das Knie gebrochen oder den Knöchel. Und zieht schon mal einen ihrer Dolche ein wenig aus dem Mieder hervor, sodass sie sich blitzschnell umwenden könnte, wenn ihr doch jemand so nahe kommt. Und dann schaut sie fragend zu Jandrik, wartet auf sein Nicken. Er nickt ebenso. Es nickt kurz, räuspert sich. Verdammt! Oh Gott! Jandrik sieht, wie drei von den Wachen sich in die Richtung von Mora bewegen. Jandrik schaut, wo die anderen sind und macht sich dann bereit. Posten. Ich meine unsere Leute, wo die sind, und macht sich aber dann bereit. Vor allem Jelena sucht er. Jelena hält sich noch ein wenig versteckt, aber schon so, dass sie eingreifen könnte, wenn es zu viel wird oder auch auf die drei zugreifen könnte. Und sie schaut auch, hat einer davon einen Ruf vorn. Sie will nicht schon wieder, dass Alarm geschlagen wird. Kannst einen Ruf vorn entdecken bei einem der Drachengardisten? Einer, der Richtung Mora gerade marschiert. Mhm. Mora deutet mit ihren Händen. Man kann es als Geste deuten, wenn man weiß, dass das, was sie gerade zeigt, fingiert ist. Eine eher abwehrende Geste. Dass die anderen sich Zeit lassen sollen. Dass sie nicht zu schnell hervorbrechen sollen. Mora will tatsächlich, dass die drei ins Unterholz kommen, zu ihr, näher kommen. Wo ist Astanio? Astanio wird sich wahrscheinlich hinter einem dieser Bäume verstecken und genau im Blick haben, was wie Mora dort liegt und um seine
Hände züngeln leicht Flammen. Und Osko? Osko hat sich, naja, geahnt hat, was die beiden vorhaben werden. Sich seine Lumpen entledigt, hat sich jetzt die grüne Robe, die er sonst trägt, wieder übergeworfen und versteckt sich in einem dichten Gebüsch, wo es ja hier viele von gibt, in der Nähe. Ist ganz vorsichtig, wie er früher auch immer in die Bäume geklettert ist, in dieses Gebüsch hinein und wartet auf seine Chance, nützlich zu sein. Borondria kauert in der näheren Umgebung von Jandrik. So 2 Armlängen Abstand im Gebüsch. Jandrik sieht den schwarzen Rabenschnabel, den sie fest umschlossen hält. Mora krümmt sich auf den Boden, hält ihr Knie fest umklammert, was ein wenig verdreht, also ihr Fuß ein wenig verdreht in einer Wurzel quasi untergehakt. Man könnte meinen, sie wäre darüber gestolpert, über diese Wurzel. Und sie windet sich ein wenig, hört dann das Knacken der schweren Stiefel im Geäst und wendet den Blick. Sie hat es sogar geschafft, ein paar Tränen aus dem Augenwinkel zu drücken. Ah! Oh, ich glaube, es ist gebrochen. Dann blickt sie den drei Gestalten entgegen. Was sehen Hey, sie? wer bist du? Was tust du hier? Ich wollte doch nur Pilze sammeln. Hört, bitte. Bitte helft mir auf. Ihr seid Gardisten, oder? Ilse, hier. Ich glaube, ich habe mir das Knie gebrochen. Oh, oh. Und sie versucht, ihr Bein ein wenig anzuziehen. Verzerrt, schmerzverzerrt das Gesicht. Bitte, bitte tut mir nichts, wirklich. Ich wollte hier nicht spionieren oder so etwas. Jandrik schleicht langsam näher, noch im Schatten. Barbaranko, los, hol sie hoch und fessel sie. Klar, Aber Chef. ich habe nichts getan, wirklich. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort, Gretchen. Jandrik kommt näher. Mora greift schon hinter sich den Dolch. Wenn der Mann sie packt, will Jandrik hinter dem Anführer sein. Der mit dem Rufhorn. Und er hört dann: Ich fürchte, du warst zum falschen Zeit am falschen Ort. Und Was? dann sticht er zu. Wo geht der Stich hin? Hier werden keine halben Sachen gemacht in die Kehle. Ein leichtes Gurgeln durch den Überraschungsangriff. Und der Mann fällt auf die Knie vor dir. Und auch Mora nutzt diesen Moment, als der eine sie packen will, um auf die Füße zu ziehen. Er packt sie am Kragen und sie hält seine Hand fest, legt ihre darauf und holt das Messer hervor und versucht auch an seinen Hals oder sein Gesicht zu stechen, sich blitzschnell umzuwenden, ihn Damit zu hat er auf jeden erwischen. Fall auch nicht gerechnet. Und auch du schaffst es, die Klinge in den Hals zu schieben. Der Dritte jedoch macht direkt einen Satz zurück. Hey, was ist denn hier los? Und zieht sein Schwert. Astanio würde hinter dem Baum hervorkommen und steht der so, dass ein Ignifax die anderen beiden treffen würde, oder steht er Nein, gerade recht gut? der ganze alleine treffen. Okay. Astanio kommt hinter dem Baum hervor und brüllt einmal Ignifaxius dem anderen entgegen. Der Flammenstrahl schießt aus Astanios Geste heraus. Ein Zeigefinger formiert sich und die Flammenlanze bricht durch die Rüstung des Drachengardisten. Und versenkt ihn für eine Weile. Die Kleidung fängt Feuer und er taumelt zurück und schreit, ah! Was die anderen drei jetzt auf den Plan ruft und die näher kommen. Verdammt!
Ein kurzer, böser Blick zu Astanio und dann seufze ich und schaue in Richtung zu Elena. Dann müssen wir es halt mit Gewalt machen. Ja, Elena wartet, bis sie entsprechend nahe gekommen sind und tritt ihr dann entgegen. Wohin des Weges, Männer? Sie hat ja auch immer noch den Drachengardistenschild. Schauen dich jetzt ein bisschen ungläubig an und während sie so von deinem Auftritt mit dem Schild und mit dem Säbel so ein bisschen, hä, was ist denn hier los? Und von ihrem Kumpel, der in Flammen irgendwie aus dem Gebüsch heraustorkelt, die scheinen gerade irgendwie ein bisschen perplex. Und da in dem Moment schießt Borandre ja schon aus dem Gebüsch, wo Jandrik eben noch drin war, und zieht dem ersten Gardisten einen Rabenschnabel quer über den Kopf. Macht so ein leichtes, unangenehmes Knack. Ja. Und in dem Moment fängt auch Elena an, schubst den Drachengardisten vor sich. Sie taumelt und zieht dann ihm auch das Schwert, beginnt einen Kampf mit ihm. Ja, der. Die beiden anderen, die werden also jetzt von Elena angegriffen. Und der erste Streich trifft sofort in die Seite von einem, der noch zusammenzuckt. Jandrik kommt zur Hilfe. Lust auf ein Tänzchen? Der geht ein bisschen auf Abstand, sodass er rankommen muss. Der andere Drachengardist, der nicht in Flammen steht und den Elena nicht getroffen hat, zieht nun sein Schwert Richtung Elena in einem langen Bogen. Elena zählt den Schwert, hält ihr ein Schild dagegen und Der, dreht das sich in Schwert seine prallt Richtung. gegen den Schild voller Kraft. Elena merkt den Aufprall, allerdings bist du inzwischen wesentlich andere Einschläge gegen Schilde gewohnt. Mit Leichtigkeit schafft dein Schildarm diesen Streich abzuwehren. Ach, wie niedlich. Hast du nicht mehr drauf? Und die Diener geht auch dann gegen ihn zum Angriff über. Ein paar schnelle Schläge mit dem Schild seine Schläge konterparieren. Er ist auch gar nicht so schlecht. Die Finten, die du schlägst, kontert er seinerseits. Es ist ein Tanz in regelrecht. Aber er kommt auch an deinem Schild nicht vorbei. Wesentlich öfters, als du es gerne hättest, kommt er durch deine Parade und nun kannst das Schild rettet dich ein ums andere Mal. Während der Typ, der in Okay. Flammen steht, nun sich auf den Boden gerollt hat, die Flammen leicht ausgetreten hat und sich langsam wieder hochhieft und so an Oskos Gebüsch vorbeistolpert. Wenn er sich auf beiden Armen so aufstützt, so stellen wir es vor, wenn er gerade auf dem Boden gelegen hat und er stützt sich so auf, dann kommt aus diesem Gebüsch und Oskar sieht das genau. Wenn er etwas gemacht hat, ist es, sich mal leise in der Botanik quasi bewegt zu haben. Steht dann davor, reckt seine Hand kurz daraus und man sieht quasi eine Klinge aus dem Busch hervorkommen. Er würde versuchen, den Hals seines Gegners zu treffen, während er sich mit den anderen beiden Armen auf den Boden abstützt. Und dann, wie bei einem Tier, was man dann lösen möchte, einen kurzen, aber effektiven Schnitt setzen. Der kann sich nicht großartig wehren, der hat gerade irgendwie, war mit den Flammen beschäftigt und hatte überhaupt keinen Blick dafür. Osko kann dem hier wehrlosen Drachengardisten ein Ende setzen. Bleibt noch ein Verletzter und ein, im Kampf mit Elena befindlicher Drachengardist. Borondria stürzt sich auch noch auf den Verletzten. Jandrik kommt zur Hilfe aus dem Gebüsch geschossen. Ja, Richtig man sieht verstanden, ne? tatsächlich, dass Elena sich so ein bisschen den Spaß daraus macht, den Kampf mit ihrem Gardisten vielleicht ein bisschen unnötigerweise lang hinauszögert. Aber dann merkt, dass eher ihm als ihr die Kräfte ausgehen und dann ihre Schläge härter werden. Und sie ihr ganzes Geschick auspackt, das sie gelernt hat. Sie hören noch, spiel nicht mit deinem Essen, wir haben's eilig. Sicher, und dann macht sie drei schnelle Schläge und der Gardist hat die nicht kommen sehen und würde dann zu Boden gehen.
Lebt zwar noch, geht aber zu Boden. Ist quasi entwaffnet. Moran. Könntest du mal deines Amtes walten und den hier fesseln? Ach so. Ja. Wir brauchen Wenn du, das ich, Seil das für den halte ich auch Abstieg, nicht von anderem Melina. ab. Seil für den Abstieg. Ich kümmere mich um ihn. Und Aber du Mora geht weißt auf ja. den Typen zu und zieht einen Dolch. Eine Leiche Und weniger ist eine Leiche weniger. das hört sie zwar, aber trotzdem treibt sie ihm den Dolch in den Hals. Ein Die Gurgeln Milenz hat und recht. er schlafft unter dir. Das Seil war für etwas anderes gedacht. Stimmt Und auch wieder. sie Alle sechs wischt den Drachengardisten Dolch sind hin. an ihrer Kleidung ab. Lass uns die mal in Also, den Wald schaffen, wa? Sieht man nicht gleich. sie ziehen die Leichname weiter ins Unterholz. Na dann lasst uns mal den Abstieg wagen, nicht wahr? Wer geht vor? Jandrik, du? Ich gehe vorher, ja. Ich folge dir. Ich bilde die Nachhut. Okay. Gut. Lass den Ich Magier will nach mir dich. klettern. Alles Dann du. klar. Danach du, Osko, dann kann ich Mora zur Not hier oben unterstützen. Aber ich denke Ist mal nicht, dass noch viel kommt. gut, machen wir so. Viel Glück. Ja, Mora befestigt das Seil an einem nahestehenden Baum. Felsen, so dass es langsam lässt sie das Seil ab, so dass es nicht jeder mitbekommt. An einer Stelle, die sich gut eignet, etwas ungesehen sich abzulassen. Sollen wir auf den Angriff der anderen warten? Ja, sonst wäre er ja sinnlos. Wir Du musst wollen, Geduld haben. ja, und wir wollen nicht den Zorn von solchen Kreaturen auf uns haben. Hier oben habt ihr einen guten Überblick über das Lager. Ihr seht die Quelle. Und ihr seht diesen Steg, den man darüber gebaut hat. Ihr seht das, diese Mischung aus Haus und Zelt. Und könnt darin jetzt dazwischen den Tüchern sogar auch die Kinder entdecken, die da drin sind. Anscheinend. Und Borondria entdeckt auch Lucardus von Kemet vor dem Zelt, der an einem Pult steht und Anweisungen gibt an gekuttete Gestalten. Kann man genauer ausmachen, was die an dieser Quelle machen? Dir sagt das Ganze überhaupt nichts. Okay, ja. Dann kommt irgendwie Bewegung in die Szenerie da unten. Die Kinder werden aus dem Versteck herausgezerrt. Und auf diesem Steg über der Quelle irgendwie fast schon drapiert, irgendwie gefesselt und auf den Boden gesetzt. In der Mitte tatsächlich die Tränenlose, die ihr unter einem anderen Namen kennt. Ich hab's geahnt. Irgendwie hab ich's geahnt. Es ist Xamander, oder? Es ist Xamanda, ja. Was macht sie hier? Ich meine, sie müsste doch in Neu-Orenwacht sein. Wir waren nicht da, um sie zu beschützen, genauso wenig wie die Kinder bei Esmeralda. Und wann wird er seine Suche so weit ausgedehnt haben, weil er nicht gefunden hat, was er gesucht hat? Dann
passiert etwas nochmal Eigenartigeres, denn die Sonne wird auf einmal verdunkelt von etwas, was sich vor die Sonne schiebt. Und als ihr dann guckt, ob es welche Wolke sich denn da mal wieder verirrt hat, seht ihr, dass es gar keine Wolke ist, sondern dass es ein riesiges Etwas sich vor die Sonne geschoben hat. Ein Lebewesen. Ein geflügeltes, großes Lebewesen. Und dann zwischen den ganzen untoten Leibern auf dem Boden landet. Der Reiter von dessen Rücken steigt ab. Eine Art Drache ist dort gelandet. Ihr entdeckt von oben die Gestalt in einer Kutte. Ach, verdammt. Eine Magierrobe. Sulman. Sulman Alvenisch. Der Niraf. Er geht hinüber zu Lucardus von Kemet und schüttelt ihm die Hand. Will er nicht tot sein? Ich verstehe nicht. Wahrscheinlich treibt er auch mit ihm seine Spielchen. Ja, genauso wie mit uns. Wir sollten runter. Noch nicht. Wir müssen warten auf den Angriff. Der Fokus liegt eh bei den Kindern, nicht hier hinten. Wenn sie anfangen, bevor der Angriff startet, dann sind wir zu spät. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich meine, meine Tochter sitzt auch mit auf dieser Brücke. Ja. Ich werde dich nicht aufhalten können. Also, kommt ihr mit? Natürlich. Es gab einen Plan. Wir halten uns an den Plan. Wenn wir einfach darunter stürmen, stehen wir vor Hunderten von Untoten. Wir können nicht zulassen, dass den Kindern etwas geschieht. Dann müssen wir sie irgendwie ablenken oder verzögern oder was auch immer. Krickwohl, was ist mit den Weltgeistern? Wir können nicht länger warten. Ich weiß nicht, ich könnte gucken gehen. Dann tu das, bitte. Das ist schnell. Gefährlich, jetzt hier zu hüpfen. Bitte, Kriegfuhl, bitte. Du schaffst das. Na gut. Und er versinkt im Boden. Gibt es eine Möglichkeit, was auch immer sie da tun, zu verzögern? Ich weiß nicht. Was schwebt dir vor? Ich schaue jetzt nochmal, wie die Szene genau aussieht. Ist das ein Ritual oder sowas? Vielleicht die Vorbereitung für ein Ritual, ja. Ja, und ich versuche, ich kenne mich mit sowas nicht aus, aber sieht man irgendein Muster? Schleppen sie irgendwas herbei, was sie irgendwie aufschichten oder was weiß ich, oder irgendwelche Materialien? Sie haben halt dieses Gerüst schon vorher dahin gebaut, ne? Und ja, die Magier stehen auch irgendwie so schön angeordnet, eigentlich so außenrum. Ob das jetzt dazugehört oder nicht, kann Jandrik jetzt auch nicht sagen. Das Gerüst, wie sieht das aus? Ist das sehr stabil? Jein, also es ist halt so eine kleine, so eine Behelfsbrücke, die über diese Quelle gelegt ist. Kommt man da ungesehen theoretisch hin oder ist es unmöglich? Momentan kommt ihr da ungesehen nicht hin, ne. Wir brauchen die Ablenkung. Es ist noch etwas wartend. Schreien von deren Toren. Ja. Ein Alvarans Kommando wäre das. Ja. Aber eine Ablenkung. Aber wie lange hält die? Nicht lange, aber vielleicht lange genug. Lass uns das könntet ihr, tun, wenn wir keine Wahl haben. Könntet ihr, Herr Magier, nicht vielleicht auch schon mal irgendwie Unruhe stiften? Oh, da ist er fantastisch dran. Ich kann einen Feuerball reinsetzen in das Gras.
Nicht schon wieder Feuerbälle. Was Ja, Tanja? was wollen wir denn machen? Gibt es denn irgendetwas anderes, was du tust, als alles abzufackeln? Was soll ich denn machen? Soll ich da rein, soll ich nach unten gehen und den Zaubertricks zeigen oder was? Kannst du nicht die Hütte zusammenfallen lassen oder irgendwas? Noch einmal. Ich bin Weißmagier. Ich bin kein Kind, das von Kobolden entführt worden ist. Was hat das jetzt damit zu tun, eine Hütte zusammenfallen zu lassen? Das ist zu kompliziert, dir jetzt zu erzählen. Okay. Gut, dann warten wir noch bis zum letzten Moment. Wenn es nicht anders geht, dann Aber lenke ich sie ab. wir sollten trotzdem runter, wenn wir dann keinen Überblick mehr haben. Dann können wir von unten direkt los. Darum geht's mir. Ich will ja nicht sofort losstürmen, wenn ich unten bin. Gäbe Sehe es ich einen eine Weg? Möglichkeit? Ja. Genau. Bitte. Gibt es eine Möglichkeit, sich runter abzuseilen über das Seil und dort irgendwo noch in Deckung zu gehen? Also Oder geht man dann auf den Präsentierteller? abseilen ginge, aber dann wäret ihr direkt auf dem Präsentierteller, ja. Aber halt auch direkt im Geschehen, ne? Also Hm. das Problem ist, ohne die Ablenkung schießen dann von allen Seiten Untote auf euch ein. Ihr Schlimmer wartet als noch bei und zittert Kokon. und betet und als ihr schon fast die Hoffnung fahren lasst, dass es noch was wird mit der Ablenkung, zieht der Niraven wieder ab, setzt sich wieder auf sein Fluggefährt und es hebt ab. Und er ist gerade zwischen den Wolken verschwunden, als das Chaos losbricht und tatsächlich die Waldgeister die Palisaden angreifen. Und natürlich sofort Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Er prallt jetzt eine Macht auf die andere, und zwar genau auf der Gegenseite von da, wo ihr seid. Alles wendet sich in diese Richtung. Jetzt! Jetzt ist unsere Los Zeit. jetzt! Ja, wir stürmen los. Schnell seilt ihr euch Und ab und seid auch schnell auf der kleinen Lichtung an der Quelle. Und jetzt ist halt die Frage, was soll jetzt geschehen? also ich nehme an, wir haben uns vorher, wir hatten ja Zeit, kurz abgesprochen und nutzt jetzt mal so einen Rückblick, so einen kurzen. Und Jandrik hat vorgeschlagen, dass ein Teil unserer Gruppe die Kinder holt und ein anderer Teil sich um diesen Burschen kümmert. Wie heißt er? Lucardus. Lucardus von Lucardus, Kemet. Genau. Perspektive um die Magier. Genau. Mora würde den direkten Kampf scheuen und versuchen, in dieses Zelt zu schlüpfen. Die Kinder sitzen auf der Brücke. Ah, okay. Lucardus von Kemet hat neben den Kindern auf der Brücke auch noch einen Körper dort drapiert, einer Frau. Und als ihr unten ankommt, wendet sich Borondra dann an euch. Denkt dran, Lucardus ist mit mir. Kümmert ihr euch um die Kinder. Ich komme mit euch heran. Haltet etwas Abstand. Ich versuche, sein Vertrauen zurückzubekommen. Er nickt. Also Jandrik wird sich an die Herren halten und dann vorschlagen, dass die anderen die Kinder holen. Elena, Astanio, haltet mir den Rücken frei. Ich versuche, die Fesseln der Kinder zu lösen. Genau das habe ich vor. Ostko, hilfst du ihr? Bitte. Ja. Borondria ruft dann hinüber, Lucardus von Kemet! Und als er das hört, schaut er dann zu euch hinüber und hat so ein leichtes Lächeln irgendwie auf dem Gesicht. Meine alte Freundin. Hat der sterbende Gott dich jetzt hierher geführt, um das letzte Unausweichliche noch zu verhindern? Hältst du dich immer noch an eine Entität, die sich wie eifersüchtige alte Weiber streitet um eine Macht, die
jetzt mir gehört? Die Götter führen auf Kosten von uns Sterblichen Krieg. Ich werde das für ein für alle Mal beenden. Es ist nicht an dir zu entscheiden. Ihr seht die Großmeisterin der Golgariten, wie sie sich lang, wie sie langsam auf den, ihren Rabenschnabel auf den Boden legt und ihre Hände erhebt und dann rüber zum Ruf. Ich komme unbewaffnet. Lass uns reden. Komm ruhig. Will zumindest wissen, was du anzubieten hast. Sie tritt zu ihm heran. Jandrik, folgst du ihr? Ich versuche noch ein bisschen im Schatten zu bleiben, aber wenn das nicht geht, dann folge ich ihr, ja. Ich werde sie nicht alleine dahin gehen lassen. Dann hörst du sie jetzt irgendwie reden. Es ist schon einiger Abstand, aber du kannst es, sie redet sehr laut und deutlich. Nichts ist es wert, der faulenden Herrin der Untoten deine unsterbliche Seele zu übergeben. Der Mann, den ich einst kannte, hat stets das Richtige getan, und ich weiß, dass du tief in deinem Innern immer noch einen Funken dieser Ehre verbirgst, Lucardus. Lucardus schaut mit seinen nachtschwarzen Augen auf die Frau von oben herab und in seiner Antwort vernimmt Jandrik einen anderen Tonfall als der, den er ebenso spöttisch über die Götter gehabt hat. Du merkst, dass irgendetwas in ihm vorgeht. Die sonst so gebieterische Stimme ist auf einmal etwas gebrochen, als er antwortet. Ich war immer treu. Ich habe alles geopfert. Ich habe alles getan für den Herrn Boron. Ich habe immer nur das eine gewollt. Das, was er will. Meine Familie. Und selbst die hat er mir genommen. Wie soll ich ihm und mir das je verzeihen? Er tritt auf Borondria zu und sie öffnet so ein bisschen die Hände zu einer Geste der Umarmung. Komm. Jandrik ist sehr wachsam jetzt. Kommt komm. Ein Stück näher. Du kannst dies überwinden, du kannst das allem, du kannst dem allen hier ein Ende setzen. Ich weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist, Freunde. Sanft legt Borondria die Hand auf den Kopf des Erzfrevlers und streichelt ihm über das strähnige Haar. Seine Schultern zucken etwas und er spricht mit nun völlig gebrochener Stimme. Es ist zu spät. Welche Macht kann Boron denn noch haben, wenn nicht einmal die Seele einer unschuldigen Frau sicher in seine Hallen kommen kann? Und er zeigt mit einer Hand so auf den drapierten Körper. Borondria antwortet ihm leicht und sacht. Es ist alles gut. Wir schaffen es, dich und sie zu retten. Wir finden einen Weg. Komm zurück. Beende das ganze Schauspiel hier. Beende es, bitte. Tränen schießen Lucardus von Kemet in das Gesicht. Ja. Beenden. Und ehe Jandrik noch etwas tun kann,
weil er zu weit weg ist. Vielleicht bewegt er sich jetzt schnell in seine Richtung. Aber mit einer fließenden Bewegung zieht Lucardus einen schwarzen Dolch und treibt ihn tief in die Ritze der Rüstung von Borondria. Hendrik ist bei Beenden schon losgerannt und hat doch gewusst, dass er zu spät kommt. Borondria stößt einen entsetzten Schrei aus, während sie sich zusammenkrümmt und die Hände auf die blutende Wunde presst. Nein! Jandrik springt auf ihn zu. Kardus schreit dir entgegen. Ich werde ihm nun auch alles nehmen, was auf Dere seinen Namen preist. Du wirst gar nichts mehr nehmen. Und wieder hat er nicht eingegriffen. Eine seiner höchsten Priesterinnen. Und er tut nichts. Ich steche zu. Er weicht zurück. Er ist ein hervorragend ausgebildeter Krieger, der die Attacke kommen sieht und spuckt fast in deine Richtung. Wir sind alle nur Spielfiguren, austauschbar. Wir sind Spielfiguren eines eifersüchtigen Gottes, der nach Belieben belohnt und leiden lässt. Und deswegen machst du uns alle zu Spielfiguren weiterer Götter. Ich beende das ganze Spiel. Ich fege die Spielfiguren vom Spieltisch. Begreifst du denn nicht, dass es gerade weitergeht? Du hast überhaupt keine Macht. Du bist nur eine Puppe. Wie vorher, wie nachher. Du wirst es immer sein. Niemals. Was tun die anderen, während das Ganze geschieht? Ihr wolltet euch um die Kinder kümmern. Ja, Mora hat versucht, schnellen Schrittes, als Borondria ihre Stimme erhoben hat gegen Lucardus von Kemet, zu den Kindern zu gelangen, das allgemeine Aufruhr zu nutzen und vertraut darauf, dass Ilena und Astanio ihr Rückendeckung geben, diese Magier abhalten werden. Osko folgt Mora dann auch Schritt und Tritt, hat er auch gesagt, den Kindern zu helfen. Was machen Ilena und Astanio, um die Wache haltenden Magier abzulenken? Elena geht tatsächlich ganz pragmatisch, versucht sich an einen hinten, von hinten ran zu bewegen und schlägt. Naja, von hinten geht jetzt in dem Augenblick nicht mehr, die sehen nee, okay. Schon, dass ihr da seid. Also. Ja, dann wird sie halt frontal auf ihn zugehen und ihn einfach angehen. Dasselbe macht das Tanio, also der hat sein Schwert gezogen und wedelt das einmal so umherum. Ja, wenn Astanio und Ilena sich dann den beiden Magiern stellen, die sich euch entgegensetzen und erstmal nur Drohgebärden ausstoßen, sind es die Magier, die die Initiative übergreifen. Und Astanio hört erst den Spruch und sieht die Geste gar nicht erst kommen, als der Zauberstab nach vorne schießt und ein Blitz dich findet, gesprochen wird. Astanio da irgendwie was dagegen tun kann. Asanio ruft ganz schnell Amatrutz. Amatrutz, Schild und Schutz. Und der magische Schutzschild legt sich um Asanio, der im gleichen Augenblick einen Blitz vor geistigem Auge sieht und wieder mal erblindet, aber diesmal auf andere Weise. Was macht Ilena? Ilena hätte nicht gezögert, den anzudrohen, sondern wäre einfach direkt auf ihn zugestürmt, hätte nicht gezögert, wie bei dem Magier, der den Dämon gerufen hat. Und gibt dem Magier keine Chance, versucht auf seine Hände zu gehen, dass er keine Gesten machen kann. Sie hat ja ein bisschen gelernt, gegen einen Magier zu kämpfen. Der versucht, seinen Zauberstab nach vorne zu rucken und du siehst gerade noch so Flammen züngeln, die um den Zauberstab sich legen. Da hast du ihm auch schon die Hand abgeschlagen mit einem fließenden Streich und der Zauberstab fällt auf den Boden. Elena tritt drauf, dass er bricht, in Hoffnung, dass der Zauberstab bricht. Nein, tut er nicht. Und geht dann, das weiß ich nicht, und wird dann weiter auf den Magier zugehen und weiter zurichten. Das nutzen Osko und Mora, die an den beiden Magiern vorbeischießen, auf die Brücke zu und zu den Kindern gelangen. Da sind jetzt das Elfen. Ein Kind,
zwei andere menschliche Kinder, Elinas Tochter und Samantha. Das heißt, fünf Kinder und ihr seid nur zu zweit. Welches rettet ihr zuerst? Sind die bei Bewusstsein oder sind die bewusstlos? Sind bei Bewusstsein. Die sind gefesselt, ja. Dann das erstbeste Kind, was Mora quasi zu packen bekommt, sie zieht einen Dolch und versucht einfach schnell die Fesseln zu lösen. Zumindest erstmal die an den Füßen. Und dann nickt sie zu dem Seil, was quasi noch von der Klippe hängt und ruft einfach nur, lauft. Das erstbeste ist das Elfenkind. Ja, sie würde tatsächlich darauf achten, dass sie die Tränenlose nicht aus den Augen lässt. Noch die tut sitzt, sie so, als... Also die anderen Kinder gucken so mit erstauntem Blick so in eure Richtung und sind so, haben so ein freudiges Ja, rette uns auf ihrem Gesicht. Xamanda liest du gar nichts. Die guckt einfach nur ausdruckslos in deine Richtung. Sie lässt sie nicht aus dem Blick, immer auch im Augenwinkel, wie sie sie haben. Die würde sie sich zuletzt vornehmen. Die anderen müssen fliehen und zusehen, sind ihre eigenen Glückes Schmied. Aber Xamanda würde sie losschneiden, aber nicht loslaufen lassen. Ja, Osgo wird dann in der Zwischenzeit Elinas Tochter als erste freischneiden. Läufst du vorbei. Dann ist Elinas Tochter und das Elfenkind erstmal befreit. Währenddessen kämpft Jandrik mit, stürzt sich quasi auf Lucardus von Kemet. Ja. Und eure Klingen kreuzen sich. Immer wieder Schlagabfolge um Schlagabfolge. Du treibst ihn etwas zurück, er weicht auf die Brücke zurück. Lächelt dich dann an. Du glaubst doch wohl nicht, dass du mich besiegen kannst. Es spielt keine Rolle. Ich werde dich bekämpfen bis zu meinem letzten Atemzug. Dir und Leuten wie dir haben wir all das hier zu verdanken, dass diese Welt, die so gut sein könnte, in Dunkelheit verfällt. Du verblendete Marionette, du hast keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Es spielt keine Rolle. Mein Leben gehört Boron. Ich springe vor. Springst vor, genau in einen Angriff von Lucardus von Kemet hinein, schaffst es im letzten Augenblick noch, dich wegzudrehen und torkelst jetzt so ein bisschen auf der, also ihr seid noch nicht ganz auf dieser Brücke, so auf den ersten Stufen, torkelst so ein bisschen, ist am Rand und musst dich ein bisschen fangen, um nicht von der Stufe zu kippen. Ja, ich mache einen Schritt zurück, versuche wieder Stabilität zu kriegen, dadurch hat er natürlich Angriffsmöglichkeiten. Die er auch nutzt und das Schwert mit einem langen, ausholenden Stich in deine Richtung speien zu lassen. Er trifft mich in die Schulter. Ich kann nicht ausweichen. Die Klinge durchbohrt die Schulter. Ich taumel, gehe in die Knie. Er dreht das Schwert in der Wunde etwas herum und zieht es dann mit einem Strich wieder heraus. Ich sacke weiter in mich ein. Fast fällt mir das Schwert aus der Hand. Doch nur fast. Für ihn mag es aber so aussehen, als würde ich gleich zu Boden gehen. Astanio hört das Aufschreien Jandriks von der anderen Seite. Magier oder Jandrik helfen? Astanio hat momentan erstmal damit zu tun, überhaupt zu gucken, wo überhaupt was ist. Also, ja, der dreht sich gerade ein bisschen so im Kreis. Du hörst ihn ja auch nur. Und in dem Moment denkt er sich einfach, bei aller Liebe, ich kann dem Jungen nicht das zum tausendsten Mal in den Arsch retten. Manchmal muss er auch einfach mal selber auf die Schnauze fallen. Ich habe hier gerade selber zu tun, Gottverdammt nochmal. Preis, verdammt nochmal. Und versucht zu lokalisieren, wo dieser komische Zauberer hockt, der ihm gerade schon wieder das Augenlicht genommen hat. Ja, ich meine, er hat ja nun laut und deutlich seinen Zauberspruch gesprochen, ne? Also du hast ja
bist es ja gewohnt, blind zu sein. Okay, dann würde Astalio genau in diese Richtung seine Hand aus, also so aus seinem Ärmel seinen Zauberstab rausspringen lassen und in einer Stoßbewegung Corpo Frigo schreien. Und damit würde der Herr ziemlichen Kälteschaden von sich tragen. Ja, du merkst, wie es kalt wird an deiner Hand um den Zauberstab herum. Und du hörst ein und Elena sieht, wie auf der anderen Seite, du bist ja immer noch im Kampf mit dem anderen Magier, irgendwie der Magier zu so einem, in der Bewegung quasi einfriert. Und Astanio hört so ein leichtes Kichern in seinem Ohr so. Astario dreht sich, erschreckt so irgendwo. Konzentrier dich. Mach weiter. Und dann geht Astario auf den Magier von Elena mit los. Okay, der Magier bei Elena ruft dann irgendwie auch einen Zauberspruch, während Elena die Hand abgetrennt hat. Und ruft dann einen Fulminictus, Donnerkeil! Und Elena krampft sich so in sich zusammen in dem Augenblick. Weil Verdammt! so ein intern, so ein Schmerz im Kopf auf einmal ausbricht. Es ist so, wie als hättest du so einen richtig, richtig mega starken Migräneanfall und Blut schießt aus der Nase. Und das Fulminictus hat natürlich Astanio gehört. Und auch das von Elena. Sich dann auch direkt wieder aufrafft, weil sie es Schlimmeres gewöhnt und schlägt quasi unten mit den nach den Beinen von dem Magier. Ja, der hebt das Bein aus dem Weg und weicht dir aus. Was ist der nächste Zauberspruch von Astanio? Astalio hatte gar keinen Zauberspruch in dem Moment benutzt, sondern wäre schreiend auf den Typen zugerannt und gesagt: Das ist meine Frau, du Arschloch! Und macht so einen Hechtsatz und reißt ihn mit runter. Es Und wirkt gerade etwas surreal, denn Astanio, das ist meine Frau, du Arschloch, springt so zwischen Elena und den Magier, trifft weder die eine noch den anderen und fällt so richtig so mit vollem Bauchplatscher zwischen den beiden auf den Boden. Der Magier schaut so nach unten, aber Elena nutzt genau diese Situation, um was zu tun? sie sticht mit ihrem Säbel gerade nach vorne und rammt den Magier in den Brustkorb. Und dann zieht sie es wieder raus und dann, dass er zusammenklappt. Erst hört Astanio über sich so ein. Und dann wird es über dir schwer, als irgendwas auf dich drauf fällt. Na, Elena beugt sich dann aber direkt runter und dreht den Magier von Astani runter. Alles klar bei dir? Das ist meine Frau, du Arschloch, und ich gebe ihm nochmal so einen Tritt gegen den Kopf. In dem Moment hört auch der Zauber auf zu wirken. Und du kriegst das Augenlicht wieder und. Du schaust so in Elenas grinsendes Gesicht. Hey, was war das denn? Was war Was was da? denn? Du bist am Ziel vorbei, aber komm hoch, da sind noch zwei. Ich kann auch nichts dafür, wenn man mir das Augenlicht nimmt. Und diesmal war es wirklich nicht ich. Ich habe nur einen Zauberwind. Ich möchte es Alles betonen. gut, da sind noch zwei, wie gesagt, und Na gut. los jetzt. Osko und Astalio. Mora befreien noch die zwei Menschenkinder und dann ist nur noch Xamanda über. Osko würde zu Xamanda sprinten. Ja, Und die schaut dich ausdruckslos an. komm mit. Warum? Und erzähl ich dir später. Und dann würde Osko sie ja so aufrichten oder zumindest versuchen aufzurichten und würde sie mitnehmen. In dem Augenblick kommt Bewegung in den Frauenkörper, der da drapiert ist, hinter Xamanda. Und die Frau schlägt die Augen auf. Du siehst in grünlich schimmernde Augen. Sie ist mein.
Mora, die gerade noch neben Xamander und der Leblosen gesessen hat, schreckt ein wenig zurück, stolpert quasi fast schon über die Stufen der Treppe und versucht sich zwischen die Untote und Xamander zu stellen, damit Osko sie wegschaffen kann. Stellst dich dazwischen und dann willst gerade so eine Verteidigungshaltung aufbauen. Siehst du, dass die Frau da irgendwie schon so festgemacht ist und nicht richtig da weg kann. Aber in dem Augenblick wird dein Blick von etwas völlig anderem gebannt, was hinter dieser Gestalt an den Rändern des Platzes, auf dem ihr euch ja gerade alle bewegt, passiert. Astanio und Elena sehen es dann auch in dem Augenblick. Osko hat sich ja gerade abgewendet und schiebt Zamanda ja irgendwie in die andere Richtung. Jandrik ist noch im Kampf verwickelt, aber anscheinend haben die Elementargeister gerade verloren und die ersten Untoten ziehen ihre Kreise in eure Richtung. Massen an Untoten und dazwischen immer wieder Drachengardisten und Magier schießen auf den Platz wie so eine Ameisentraube. Ja, dann. Bei den Zwölfen. Panik macht sich in Ja. Mora breit und sie stolpert weg von dieser untoten Frau, den Blick auf diese Massen an Untoten gewandt. Osko, schnell weg hier, es wird eng. Osko blickt wahrscheinlich über die Schultern, sieht dann auch das Unheil nahen. Ja, Osko sagt gar nichts und drängt Xamandra weiter. Komm, komm. Was tun wir denn, wenn die uns erreichen? Ich kann nicht klettern. Das schaffen wir. Was hat Jandrik vor? Jandrik. In den Augen des Feindes siegt, so scheint es, kauert sich auf dem Boden und wartet den Schlag ab. In seinem Kopf wandert ist dir allerdings noch einmal ein Gespräch. Man soll ihn töten, will dieser Drachenmann, aber die sollen ihn nicht töten. Und Jandrik weiß nicht, was richtig ist, kann sich nicht entscheiden, merkt irgendwo, dass da hinten was passiert. Was macht der Feind? Sticht, will er zuschlagen? Er hebt das Schwert und versucht, Jandrik so von oben in den Hals zu stechen. Es sieht, dass Jandrik das Schwert kaum richtig hält. Er kann es unmöglich hochheben. Doch was er nicht gesehen hat, ist die andere Hand, die mit einem Dolch Moras nun nach oben schnellt und versucht, das Schwert zu parieren. Mit der anderen ohne Waffe will er ihn bewusstlos schlagen. Er Klirrend versucht, ihn nicht zu töten. trifft Klinge auf Klinge und der Schlag trifft mit voller Wucht das Gesicht von Lucardus von Kemet. Der die Fassung verliert, den Halt verliert, du hast mit guter Wucht zugeschlagen, du willst den K.O. schlagen. Er taumelt zurück und fällt in die Quelle. Er drückt Start hinterher. Er rudert mit den Armen wie auf einem Wasser. Und versucht irgendwie, sich an der Oberfläche zu halten. Er drückt schnell vor. Er kann nicht Hinter dir anders. brechen Zombies irgendwie auf den Platz. Er hält ihm die Hand hin. Deine letzte Chance. Ich sterbe, ändert das nichts. Dann komm.
Ich halte ihm die Hand hin. Ein letztes Mal. Eine letzte Wahl. Ja. Zieht so die Hand so nach oben, du siehst so einen inneren, so halb will er nicht. Und dann zieht er sie von dir weg. Jandrik seufzt. In dem Moment sind wir wieder bei Osko, der Xamander irgendwie in den Armen hat. Sie hält sich dann irgendwie fest. Als euch Untote den Weg versperren Richtung Kluft und euch umrunden und zieht ihr dann so an der Robe, zieht dich so runter auf ihre Höhe. Osko, der super nervös ist, Schweiß rinnt ihm von der Stirn, die Angst steht ihm immer noch in die Augen geschrieben, hat immer noch zitternd sein Messer in der Hand. Bei Mora kreischt die untote Frau von Lucardus von Kemet, als Jandrik ihn in die Quelle stößt, laut auf. Und Samanda flüstert schon fast in Oskos Ohr. Und er muss sich stark konzentrieren, um mit dem ganzen Getümmel die Worte richtig zu verstehen. Warum? Osko. Warum was? Warum hast du alles? Warum bin ich hier? Du bist ein Gefäß Borons. Was muss ich tun? Osko zögert einen Moment, kann die Worte eigentlich nicht über seine Lippen bringen. In dem Moment greift irgendwie mehrere Untote greifen nach Elena, die ersten vier oder fünf noch irgendwie abwehren kann, aber dann irgendwie die ersten sich irgendwie wie so ein Ring irgendwie auf sie schmeißen. Astanio wirft ein oder zwei, fünf, sechs, sieben Zauber um sich, greift nach den ganzen magischen Energien der Quelle, aber es sind einfach zu viele. Verdammt! Sterben musst du. Ja. Ich hab Angst. Ich auch. Das ist normal. Was macht Jandrik mit dem Lucardus von Kemet? Er fällt in die, der versinkt in der Quelle oder was passiert da genau mit ihm? Er hat die Hand erstmal zurückgezogen. Ob der jetzt versinkt, du weißt auch nicht, wie diese Quelle funktioniert. Also ob man da überhaupt drin versinken kann oder nicht. Der macht jetzt so Schwimmbewegungen da drin. Wie sehe ich meine Chance, diesen Mann da rauszuholen und zur Flucht zu zwingen? Was hast du noch mit dir, um das zu machen? Du kannst ja auch reinspringen. Ihn denn quasi da kaputt, also ich weiß nicht, wie sehr du dem Humus vertraust. Entweder brauchst du ein Seil oder irgendeinen Rettungsring oder sowas, oder du springst hinterher. Ich stehe da und will den Mann töten, ich will Rache, aber irgendwie auch nicht. Verschiedene Gedanken, verschiedene... Von hier ist es auf jeden Fall einfach, einen Speer oder so etwas zu nehmen, irgendwie den Fahnenmast, der hier irgendwie angebracht ist, abzuknicken und nach ihm zu stechen. Aber dann sehe ich diese Quelle, die so nah Paraine ist. Und ich muss an Osko denken und dass er mir mal gesagt hat, dass man den Göttern vertrauen muss, dass sie schon das Richtige wissen. Und das ist eine Situation, wo ich keine Wahl habe. Ich muss Paraine vertrauen. Ich schaue ihn noch einmal an. Wen? Diesen Lucardus von Kemet, wie er da schwimmt im Humus, und sage ihm: Die Götter seien mit dir. Soll Boron deine Seele aufnehmen, wenn er will. Und drehe mich um und fliehe.
fließt Richtung Mora, die auf der Brücke ist und nun sieht, wie sich der Ring aus Untoten um euch herum durchzieht. Ihr Weg von blickt. Tod, weg von all diesem Morden zum Leben hin, zur Liebe hin. Siehst Weg. du siehst, wie Astanio und Illena wie die Berserker kämpfen gegen den Ring. Und nur ihnen ist es zu verdanken, dass sie noch nicht auf die Brücke übergeschwappt sind. Dann siehst du Osko, wie er mit Samanda spricht. Und Mora sieht es ebenfalls. Ihr könnt nicht hören, was sie reden, aber sie sprechen miteinander. Ja, Osko, der jetzt auf ihrer Höhe ist, hat das Messer in seiner Hand, greift mit seiner anderen nach ihrer Hand, legt sie zusammen und schaut in ihre Augen. Ausdruckslos schauen sie dich an. Bist du bereit? Ich war es immer, glaube ich. Es wird schnell gehen. Danke. Und Osko rückt einen Schritt näher an sie ran, umarmt das Kind. Gib dir einen letzten Kuss auf die Stirn, bevor er dann ihr Leben beendet. Wie eine Welle schwappt das Blut in den Boden, zerrinnt zwischen den Fingern von Osko. Ein letztes Mal tut Samanda einen Atemzug in deinen Armen. Neben euch, um euch herum, das Stöhnen der Zombies, das Klirren der Waffen von Elena und von Astanio, das Schreien von Zaubersprüchen aus Astanios Mund. Und als dieser letzte Hauch ausgesprochen oder gemacht ist, spürt Osko als erstes, wie eine Welle aus dem Boden heraus in deine Gebeine fährt. Du spürst in deinen Knochen das Vibrieren. Ihr alle spürt dein Vibrieren. Nicht so, als ob es der Boden beben würde, sondern als ob etwas eure Knochen vibrieren lässt. Und der Kampflärm hört auf. Stille, absolute Stille herrscht um euch herum. Ein leichter Schatten legt sich über die ganze Szenerie, taucht dieses Plateau, auf dem ihr seid, in Dunkelheit. Jandrik schaut noch einmal über die Schulter zu Lucardus von Kemet, der in diesem Augenblick in der Quelle versinkt und mit einem letzten Gurgeln vielleicht sein Leben aushaucht in der Quelle des Lebens. Wer weiß das schon so genau? Und dann verzieht sich die Dunkelheit wieder. Osko atmet tief ein und wieder aus und lässt Samanda dann los. Die Tränenlose liegt blutend am Boden. Auf ihren Gesichtszügen liegt aber ein seliger Ausdruck.
Und als du sie auf den Boden abgelegt hast, blühen um ihren leblosen Körper herum auf einmal im Zeitraffergeschwindigkeit, wie du es jetzt schon ein paar Mal gesehen hast, glockenförmige schwarz-goldene Blumen aus dem Boden. Sie verströmen einen schweren, rauschvollen Duft. Hinter Mora zerfällt Madalenas Körper in einem Augenblick zu Staub. Ein letztes angsterfülltes Wimmern gibt sie von sich. Dann wird es wieder hell, gleißend hell. Und alles hier um euch herum, Elena, Astanio, die Untoten, zerfallen zu Staub, als wären sie niemals da gewesen. Drachengardisten quälen sich auf die Knie, halten sich die Hände an die Ohren. Ihr hört nichts. Die Quelle sprudelt, wird bläulich, schimmernd, weißlich hell, strömt Licht aus. Irgendwo hört Jandrik das Krächzen eines Rabens. Ein Körper wird nach oben gespült. Lucardus von Kemet. Wie ein schwarzer Fleck auf einer weißen Scheibe sieht es aus von hier oben auf der Brücke. Er legt sich nicht mehr. Und irgendwas lässt ihn an die Seite treiben. Dann ist die Stille vorbei und ihr hört euren eigenen Atem wieder. Die Untoten sind nicht mehr. Die Drachengardisten, die einen Pakt geschlossen haben mit Targunitot, räkeln sich wie ihr in einem qualvollen, nicht enden wollenden Leid vor Schmerzen auf dem Boden. Irgendetwas fühlt Jandrik in seinem Körper. Das, was hier gerade geschieht, als könntest du es mit den Händen greifen. Und dann doch wieder nicht. Hier zieht sich nun eine Welle, zwei, drei, vier, fünf Wellen aus diesem gleißenden Licht unter euch und schießen nach außen in die Welt. Und dann steht ihr da. Schwer atmend. Nicht genau wissend, was das hier alles ist. Nur noch die Schmerzensschreie der Drachengardisten sind zu hören und übertönen dann langsam, aber sicher alle Atemgeräusche. Was tut ihr? Osko weint. Er kniet neben dem leblosen Körper dieses Mädchens. Tränen rinnen seine Wange herunter. Armes Kind. Er kniet sich zu ihr nieder. Fährt langsam mit seiner Hand über die beiden Augen und schließt sie. Friede sei mit dir. In Hallen von Boron. Und Osko kniet nieder, fällt zu Boden, der Kopf auf Xamander aufgestützt. Armes Kind. Schicksal war festgeschrieben. Osko,
Man die anträgt, der langsam auf den Zug geht. Wir müssen hier weg. Osko kann kein Wort hervorbringen. Er nickt. Und Gib sie mir. er richtet sich etwas auf. Sein linker Arm gleitet zu dem Bein, der rechte zu ihren Schultern. Und Osko hievt sie nach oben. Werde sie selber tragen. Gut. Lass uns gehen. Jandrik, geht langsam los. Such die anderen. Bora steht etwas abseits, hat sich vielleicht geschaut, was mit Borondria ist. Der tote Ja. Körper von Lucullus von Kemet ist an diese Stelle angeschwemmt worden, wo Borondria liegt. In gleißendem Licht auf dem Boden liegen diese beiden nebeneinander. Die Freunde. Tot. Einen Moment verharrt Mora dort. Dann hieft sie Lucullus von Kemet an den Rand der Quelle, zieht ihn quasi wie einen Schiffbrüchigen aus dem Wasser, sieht die beiden dort nebeneinander liegen, versteht das alles nicht richtig, ob Boron das so gewollt hat oder nicht, kann es nicht wissen. Aber lässt es einfach mal so sein. Vertraut darauf. Und blickt dann zu den anderen. Es wird zu schwer sein, die beiden mitzunehmen. Aber vielleicht doch. Und sie schaut. Gibt es einen Wagen? Gibt es eine Möglichkeit, die Körper Es mitzunehmen? gibt den Schlitten. Der Schlitten, richtig. Und dorthin zieht sie die Leichname. Sie versteht nicht viel von diesen Orden oder von diesen Gepflogenheiten, aber Leichname gilt es zu bestatten. Und sie jetzt liegen zu lassen, gerade Borondria, das wäre ein Frevel. Und sie hieft sie beide Körper. Mühsam auf den Schlitten. Und wartet auf die anderen. Elena stand, als das losging, ist sie erstaunt in ihrer Bewegung und weil auch alles andere um sie herum stillstand. Und jetzt, wo es vorbei ist, wo die Skelette zerfallen sind, lässt sie Schwert und Schild fallen. Irgendwie ist alles gerade zu viel. Sie fällt hin und seufzt. Verdammt. Dann Überall brüllt sie. sprießen diese Blumen aus dem Boden. Ja, dann besinnt sich Elena. Da war irgendwo ihre Tochter. Sie nimmt das, packt das Mama. Schwert, zieht sich hoch. Fenja! Mama. Fenja! Wo bist du? Hier. Komm Hier. her. Oh mein Gott, mein Kind. Geht's dir gut? Ich hab nix. Elena tastet wirklich Fenja so alles ab, wie man das macht, und schließt sie dann in die Arme, das Schwert, den Säbel schon weggesteckt. Gut. Das ist gut. Wo sind die anderen? Hier vorne bei Astanio. Gut, dann lass uns zu ihm gehen und mit eher etwas zittrigem Schritt, aber die Hand ihrer Tochter fest umklammert. Vielleicht ein Ticken zu fest, geht sie zu Astanio hinüber. Ist es vorbei? Astanio? Stanio steht da im Ring von den Kindern und schaut ein wenig geschockt auf die Szenerie. Und wendet sich dann ineinander zu. Vermutlich, ich weiß es nicht.
Das ging jetzt sehr schnell, hast du. Mein Gott. Ist das. Sag mal, da ist Toter. Ja, lass uns zu den anderen gehen. Die Lena reicht Astanio die Hand und führt ihn und ihn mit. Was machen die Kinder? Oder wird nach den, wenn die Kinder irgendwie planlos sind, wird sie eher die Hand nach den Kindern ausstrecken. Kommt, lass uns gehen. Wir müssen hier weg. Auch wenn ich nicht weiß, wo wir sind. Ihr nehmt die mit, die ihr mitnehmen möchtet, und könnt dem Pfad folgen, zurück zum Portal. Als Krickfuhl zwischen den Bäumen auf die Stra auf die auf zwischen den Bäumen auf die auf den Pfad springt, die Hände über den Kopf reißt und einen Jubelschrei ausstößt. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen, Kleiner, ja. Aber der Preis, er war zu hoch. Ihr habt das gut gemacht. Ja. Nicht zuletzt wegen deiner Verwandten, Dornblatt und ihrer Brüder und Schwestern. Ja, viele sind umgekommen. Was hat uns geholfen? War. Naja, wir Geister gehen nie so ganz. Weißt du, wo wir sind? Kannst du uns einen Weg zurück zeigen? Ihr seid schon ganz richtig. Okay. Hinter der nächsten Biegung, Krickfuhl hüpft vor euch her, seht ihr auf einmal auf einem Ast, der über den Weg hinüberzieht, einen großen Raben sitzen. Schaut euch gespannt an und krächzt in eure Richtung. Ist das ein Zeichen Borons? War es wohl die ganze Zeit, von Anfang an. Ich danke euch. Ich starr den Raben an. Elenas Tochter zupft ihr so an. Ist das genau sowas wie das Tier von wie der Uhu? Mächtiger. Erzähle ich dir später. Ich verbeuge mich tief. Ihr habt die Schlacht entschieden. Ich danke euch. Das alles war groß. Vielleicht zu groß. Deswegen möchte ich euch als kleinen Dank einen Blick gewähren, den nur wenige erlaubt sind zu tun. Wenn ihr möchtet. Ich bringe euch nach Hause. Und auf dem Weg lasse ich euch einmal schauen und das sehen, was ihr angerichtet habt. Lena schüttelt den Kopf. Ich habe genug gesehen in meinem Leben bisher. Ich Ich weiß.
Rauche gerade nicht mehr. Ich bin froh, hier lebend rauszukommen. Du musst nicht hinschauen. Du kannst doch die Augen zumachen. Das, glaube ich, werde ich tun, ja. Der Rabe nickt. Mora tritt an Jandrik heran und nimmt seine Hand, drückt sie, lässt den Blick aber nicht von diesem Raben und nickt nur leicht. Jandrik erwidert den Druck und nickt ebenso. Na dann kommt. Und er breitet seine Schwingen aus und die Welt verschwimmt vor euren Augen. Und die, die wollen, erhaschen einen Blick hinter den Schleier. Erhaschen einen Blick auf Alveran, die Heimat der Götter. Die Hallen der Toten, das Paradies, so wie jeder von euch es sich vorstellt, nach seiner Fasson. Und ihr seht dort die treuen Lebensgefährten und Geliebten, die ihr habt mit schweren Herzen gehen lassen. Und ihr seht den Vater Boron, wie er sie gnädig in seine Arme schließt. Und ihr seht Xamanda, wie sie lächelnd an seiner Seite sitzt und Osko zuwinkt. Das erste Mal, dass dieses Mädchen einen Gesichtsausdruck einer Gefühlsregung von sich gibt. Und dann verschwimmt wieder alles. Und warum auch immer, öffnet ihr die Augen und seid in Oskos Keller. Neu-Ogryn wacht. Vor diesem kleinen Altar, den er aufgebaut hat. Mit den Kerzen und den selbstgeschnitzten Figuren von Astanio. Und noch immer ist dieser Duft dieser komischen Blumen in eurer Nase. Und eine davon liegt mitten auf dem Altar der Paraine. Und hier beenden wir die Session für heute. Wuhu! Dankeschön. Oh. Genial. Das Abenteuer ist vorbei. Ich denke, nehmen uns die Zeit und machen noch einen kleinen Aftermath in 2 Wochen. Steht ja noch eine Hochzeit aus, wenn wir die noch spielen wollen. Ja, ihr könnt ja mal ein bisschen dann, wir werden dann hinter den Kulissen mal diskutieren. Wir werden das ähnlich machen, wie wir das damals bei Klingen der Nacht gemacht haben. Da gab es auch so eine Aftermath-Folge, wo man nochmal beschreiben kann, wo es die Helden irgendwie hinzieht und was sie machen und wie es ihnen ergeht und ein bisschen schöne Momente irgendwie noch zusammenträgt. Oder halt auch nicht so schön und könnt ihr entscheiden, wo es auch für eure Helden hingeht. Bin da gespannt, was ihr da anzubieten habt. Ja, aber der Plot ist damit gegessen. Das Abenteuer beendet. Oh. Der Seelensammler ist allerdings Wow. immer noch da, mit dem Ja. Splitter davon. Ja. Und er hat seinen Willen bekommen. Ja. Naja, ich habe ihn nicht umgebracht, ne? Aber er ist tot. Das war Genau. tot. Egal, ob Tot war getötet oder oder. umbringen, da war ich mich nicht mehr sicher. Genau, Rendik Ein wollte ihn retten, Unterschied. ja. Ja, er ist tot. Das ist wirklich dieses Tod. Er muss sterben, egal wie. Vielen, vielen Dank heute für die Session. Vielen, vielen Dank für. Das war schon harter Tobak. Krass, krass gespielt von Osko. Ja. Ganz, also richtig Boah. heftig. Ja. Ja. Respekt, Osko. Nicht ganz einfach für manchen hier vielleicht. Irgendwie für mich Nee. auch nicht. Puh. Das hätte ich Aber nicht gedacht. Also allergrößten auch ich Respekt, als ja. Spielerin hätte Ja.
nicht gedacht, aber es war in dem Moment so. Das hat sich gefügt. Ja. Boah. Musste Osko sein, alles andere wäre nicht gegangen. Alles andere hätte keinen Sinn gemacht. In dem Moment ja, Ja, aber ja. Ich glaube auch, keiner hätte die Kraft besessen, das zu tun. Ja. Richtig. Ich hatte so mit Gedanken gehabt, ob sie Lena packt. Naja. Es wäre, glaube ich, auch hart geworden für Elena, Ist wenn sie für in der alle Situation hart. Ich gewesen wollte wäre. gerade Ja. sagen, das ist für Ich alle glaube, hart. Astadio hätte sich geweigert. Das wäre so der Einzige, der wirklich gedacht hätte, nope. Definitiv, ja. Ja, Jandrik hat sich ja vorher schon geweigert. Es war klar, dass er das nicht tun wird. Ja. Aber das ist auch was, was Osko definitiv von Elena nicht vorgehalten bekommt. Das ist mir so ein Respekt, dass du es durchgezogen hast. Hab so einen ganz kurzen, ich weiß nicht, was jetzt passiert, Moment gehabt, weil können wir jetzt ein bisschen mit offenen Karten spielen, vielleicht für die ZuschauerInnen. Marot hatte gesagt, irgendwie, ich bin okay damit, wenn Jandrik auch stirbt. Ja. Und ich möchte ihm auch einen heldenhaften Abtritt gebieten und so. Und das Duell mit ja, Lucardus von Kemet war halt so ein Moment gewesen. Auch Genau. das Schwert, das niedersaust, wäre die Möglichkeit gewesen, auch Jandrik sterben zu lassen. Ich wollte Aber ihn hier aber entscheiden nicht, halt die Spieler, ne? Also. ich wollte ihn nicht sinnlos sterben lassen. Also wäre der Tod, irgendwie hätte der geholfen, um diesen Typen, da wäre das das Einzige gewesen, um ihn zu besiegen, da war ich bereit für. Also da habe ich auch kurz gewartet, was sagst du? Deswegen habe ich auch gefragt, was tut er genau? Ja? Und wäre dann klar gewesen, der trifft mich, aber ich kann ihn dann auch noch mit in den Tod schicken. Das wäre dann gewesen. Aber so gab es für Jandrik dann keinen Grund, sich da irgendwie, ja. Ich finde die Szene jetzt eigentlich, also ich fand es so am schönsten, also es ist Ich irgendwie auch, auch ja. nicht so, Ja. ist Es auch nicht muss so ja nicht sein. richtig. Es war ja nur ein Angebot, falls es Sinn macht. Ja. Also das Ausschlagen des Angebots von Jandrik ist irgendwie ich find halt die Szene schön, dass der Erzverräter halt in der Quelle des Lebens versinkt und ertrinkt, Genau. ne? Also es ist, Ja. ja. Genau, und da hätte er ja die Chance gehabt, mich nochmal reinzuziehen. Das war quasi dann von mir dann nochmal so ein, schauen wir mal. Genau, aber Bevor er Frage sich ist retten halt, ob zu du dann lassen. ertrunken wärst oder nicht. Also ich fand, Genau. war schon ganz gut so, ja. 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 Hätte dann noch ein bisschen Angst, was Mora macht, wenn es denn dann passiert. Also, ich habe mir, das habe ich dir jetzt noch nicht gesagt, aber Mora wäre tatsächlich für. Also, Mora hat nicht damit gerechnet, da lebend aus der ganzen Sache rauszukommen. Sie hat so viel Schuld auf sich geladen in ihren Augen. Wenn sie jemanden hätte retten können mit ihrem Tod, dann hätte sie das getan. Ja. Ja, hat Xamanda auch gemacht. Ja. Ja, schlimme, so, ich finde es vom Storytelling des ganzen Abenteuers, muss man mögen, sowas. Ist natürlich harter Tobak, ne? Ja, dass es so vorgegeben ist, dass dieses Mädchen da umgebracht wird, ist schon recht heftig Ja. tatsächlich. Also, dass es auch keine Möglichkeit gibt, das zu verhindern, ist schon hart. Ja. Es ist auch, Also finde es ich, für die. gibt, also du kannst sie natürlich am Leben lassen, ne? Also die Frage ist halt, was du dann für Konsequenzen bringst, Genau, was es dann bringt, ja, genau. Ja. ich hatte in dem Augenblick, weil Osko das ja schon so entschieden angespielt hatte, was er jetzt tun wird, habe ich dann auch die Situation noch mal brenzliger gemacht, damit das halt auch noch ein bisschen Dramatik kriegt. Denke, das hätte ich sonst aber auch nicht gemacht. Also wenn ihr alle irgendwie signalisiert hättet, wir wollen sie auf jeden Fall hundertprozentig irgendwie, und da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dass wir das machen wollen, dann hätte ich das halt Ja. nicht so zugespitzt. Das war von mir nur in-game. Das ist einfach nur Ja, in der ja. Figur. Ja. Aber das Ja. zählt ja auch, ne? Ja. Ja. Geht ja immer in der Figur. Ja. Ja, als sie da einfach auch schon selber gesagt hat, dass sie eigentlich auch weiß, was ja ihre Aufgabe ist, dann war das auch schon für Osko ja. Also hätte jemand, also hätte Mora oder Astanio versucht, das Mädchen umzubringen, dann wäre Jandrik auch versucht, es zu verhindern. Aber bei Osko nicht. Das war einfach so poetisch, das ging nicht anders, es musste so sein. Ja, Ja, Osko tötet niemals grundlos. Ja.
Osgood tötet eigentlich nicht. Tötet nicht, Punkt. Ja, Ja. genau. Ja. Valinoe sagt auch danke, dass wir an eurer Reise teilhaben konnten. Ja, bitte, 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 bitte. Gerne, Ja, ja. schön, dass ihr Sehr dabei gerne. wart. Danke fürs Zuhören. Ja. Ja, danke Ocke an sagt auch, allen. oh Gott, meine Nerven. Danke Aber an sowas allen von, ja. treuen Weggefährten, Zuhörerinnen, die uns Historian Zuschauer, auch, was ja. für eine Reise, jawohl. Ja, kann ich nur unterstreichen, ja. Vom kleinen Dörfchen am Todeswall bis ans kleine Dörfchen im Todeswall. Ja, so schließt sich der Anderthalb Kreis. Jahre haben wir jetzt gespielt, richtig? Ja. Ja. Ja, noch ein bisschen länger fast, ja. Ja, Doch nicht ja. zu unterschätzen. August, glaube ich, Also, wer das Abenteuer ein 21. bisschen kennt, ist es noch ein bisschen anders am Ende eigentlich gedacht, aber wir haben es am Ende ziemlich gerafft. Also, da gibt es halt noch einen ganzen politischen Oh Drama-Twist, Gott. blub, bla, blub, blub. Oh nee, bitte. Und, Ich ja. fand das so ganz gut. Es hat so jetzt noch Es mal passt zu unserer Runde, Speed up ja. gehabt. Ja. Ja. Gut, ja. Oh je. Der Lohn für eure Mühen, 200 Abenteuerpunkte steht hier. Jo. Ja, Ja. ist klar. Und eine spezielle Erfahrung in Philosophie und Götter und Kulte. Yeah. Ach, echt? Es ist 200 Punkte viel? Nein. Ich gerade sagen, nein. Wir riskieren so unser Also in Leben DSA 5 schon, aber in mehrfach. DSA 5 wären 20. Ja. Okay, ah Ja. ja. Also in dieser 4 wären es 200, ja. 200, okay. Ja. Ihr könnt übrigens auch die Sonderfähigkeit Akolut Boron für die Hälfte der Kosten erwerben nach diesem Super. Abenteuer. Falls ihr gerne Nein. spät bei Wow. Boron hacken wollt, ja. Geil. Nee. Das kaufe ich mir. Ja. Bist doch sowieso schon. Kauf's mir trotzdem nochmal. Haben Genug uns dafür Futter die für die Map. Seelenernte, ja. Mal gucken. Gut, Ja, ja, also wir haben schön. jetzt deutlich überzogen, müssen Ja. auch alle gucken, dass wir auch schön in den Mai reintanzen können, ne? Von daher, wollen wir es auch gar nicht so lang machen. Wir haben ja noch eine ganze Folge, die wir hinten dran packen, irgendwie fürs Aftermath. Ja. Ich hoffe, da seid ihr dann Nein. auch alle wieder dabei. Und ja. Macht's, also ihr könnt nochmal Werbung machen Also. für eure Sachen und ich gucke nochmal, wo ich euch dann hinschicke jetzt hier. Genau. Ja, ich fange einfach an, ganz dreist. Hallo, ich bin die Sierra. Ich habe jetzt die Mora gespielt, unser 32 Folgen lang. Ihr kennt mich. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich mache im Moment nicht so viel auf Social Media. Aber vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. Wenn ihr mir folgen wollt, dann am besten auf Instagram, Sierra-Streams. Das ist relativ langweilig, sage ich direkt. Aber nicht so langweilig ist zum Beispiel der Stream vom Kako. Wenn das stimmen würde. Denn ich bin leider auch aktuell nicht so viel am Streamen. Ich bin leider immer noch in meinem Praxissemester. Das heißt, ich bin in der Schule tätig und muss noch arbeiten dazwischen. Deswegen ist auch aktuell nicht so viel los. Aber wenn ich dann mal streame, dann bin ich halt auch auf meinem Twitch-Account der einzig wahre Kako dann dabei und bemale vor allen Dingen fleißig Miniaturen. Ab und zu gibt es auch noch mal ein bisschen Pen and Paper Rollenspiel bei mir. Die letzte Runde tatsächlich war auch mit der Sierra und mit dem Koali und mit dem Warhaut. Da haben wir nämlich zusammen Vampire the Masquerade gespielt. Das heißt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr möchtet. Ja, wer leider nicht dabei war, aber trotzdem auch mal gern gesehen würde, bei mir wäre natürlich der Ossi. Ja, also bei mir gibt es momentan ganz viele Geschichtsvideos in Short und in langer Form. Pen and Paper ist bei mir der Kanal inzwischen tot. Also der wird auch nicht wieder aufgemacht, leider. Aber um in dem Thema zu bleiben, könnt ihr gerne bei Eleanor vorbeigucken. Da gibt es zumindest ansatzweise. Ja, bei mir ist es momentan auch was ruhiger. Ich habe halt auf meinem Twitch-Kanal ein bisschen was gestreamt, halt zwei Folgen, wo ich als Elena nicht mit dabei war. Findet ihr da in der kommentierten Version, respektive auf meinem entsprechenden YouTube-Kanal. Und ja, sonst ist auf Instagram bei mir ruhig. Ich habe da immer mal wieder Werbung gemacht für den Kanal. Hier, ja, viel ist es nicht. Ich hoffe, ich bin demnächst nochmal irgendwo anders unterwegs. Dann lasse ich euch das wissen. Quali, wo schickst du uns denn hin? Der Marot noch, der Marot.
Ich bin noch dran. Entschuldigung, ich hab den Marat vergessen. Ja, dann bitte, Marat. Das macht doch nichts. Ja, also bei mir ist viel los, um es kurz zu Endlich mal sagen. jemand, der was anderes sagt, außer bei mir gibt's nichts. Ganz genau, bei mir ist eine Menge los und Ossi hat auch ein bisschen geflunkert, wenn er sagt, er macht sonst gar kein Rollenspiel mehr. Er macht es nämlich auf rollenhörspiel.de durchaus noch, spielt mit und macht vor allem viele tolle Grafiken, die in die ganzen Projekte fließen. Also so gesehen ist er sehr wohl noch im Rollenspiel unterwegs. Und bei mir, da mache ich es mir jetzt mal einfach, ist es das Einfachste. Ihr hört euch ich glaube, die vorletzte Veröffentlichung auf rollenhörspiel.de an. Da habe ich nämlich ein kurzes, so quasi einen Ausblick gemacht. Da geht es so 7 Minuten, 8 Minuten, was ich in Zukunft in den nächsten Monaten alles machen werde. Und da hört ihr einfach dann da mal rein, wenn es euch interessiert. Und dann seht ihr, was ich alles so plane. Es ist viel. Da, so viel kann ich schon mal spoilern. So, und jetzt wollen wir wissen, wo wir hingehen. Wir gucken in das Star Wars-Universum bei Table Story vorbei. Benehmt euch, schöne Ja. Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschö. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.